Als ich den Hangar betrat, sah ich geborgene Raumschiffe, deren Antriebsmechanismus von Wissenschaftlern des Marinegeheimdienstes der Vereinigten Staaten untersucht wurde. Er war ein Bundesmarschall der Vereinigten Staaten, der das Gelände betreten musste, um einen entlaufenen Sträfling zu fangen. Als er das Basisgelände betrat, gewährte man ihm am Basistor Zutritt, um den Mann zu verhaften, bestand aber darauf, dass er vom Basispersonal eskortiert wurde. Sie durchsuchten ihn und eskortierten ihn. Bevor sie losfuhren, gaben sie ihm eine schwarze Tüte, sagten, befestigen Sie das an Ihrem Gürtel, denn wenn eine Sirene ertönt, ziehen Sie diese Tüte über Ihren Kopf, legen Sie sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden und warten, bis der Alarm beendet ist. Es gibt hier Dinge, die sehr geheim sind und die kein Außenstehender sehen darf. Der Marshall fragte, was geschieht, wenn einer aufschaut, und sie antworteten, der wird auf der Stelle erschossen. Fragen werden danach gestellt. Ich habe über die Jahre hinweg immer wieder Menschen interviewt, die auf den Testgeländen gearbeitet haben. Ein Herr verbrachte 12 Jahre seiner 30-jährigen Dienstzeit in schwarzen Programmen in Groom Lake. Als ich ihn interviewte, war die erste Frage, die ich ihm stellte, glauben Sie an UFOs? Und er schaute mir gerade in die Augen und antwortete, ja, absolut, positiv, sie existieren. Können Sie Ihren Standpunkt erläutern, bat ich ihn? Nein, bedauere. Etwa ein Jahr später sprachen wir wieder über die Aktivitäten in Groom Lake. Und ich fragte ihn, können Sie mir sagen, was dort geschieht? Und er antwortete, da geschehen viele Dinge, von denen ich Ihnen erst im Jahre 2025 erzählen kann. Wir haben Dinge hier in der Wüste von Nevada, da würde George Lucas vor Neid erblassen. Wir befinden uns hier an einem der geheimnisvollsten Orte der Welt. Hinter diesen Bergen befindet sich die Schwarze Welt, das supergeheime Testgelände der amerikanischen Luftwaffe, von Insidern Area 51 genannt. Gerüchten zufolge finden eben hier Testflüge mit Raumschiffen einer anderen Welt statt, in deren Besitz die Amerikaner gekommen sein sollen. In diesem Film gehen wir den Gerüchten auf den Grund. Wir sprachen mit Experten und Augenzeugen und waren schließlich in der Lage, genau hier, nahe der schwarzen Mailbox, an der Zufahrtsstraße zu Area 51, selbst eines dieser mysteriösen UFOs zu beobachten. Das hier ist das Nevada-Testgelände, ein Gebiet von 16.000 Quadratkilometern Fläche. Es grenzt im Süden an Mercury, im Westen an den Highway 95, hier oben im Nordwesten an Tonopah, hier oben bis Crystal Springs und hier im Süden reicht es fast bis nach Las Vegas. Dieses Gebiet ist das unterirdische Atomtestgelände des Energieministeriums mit all seinen Unterbezirken. Hier liegt die Yucca-Landebahn. Hier oben befindet sich das Tonopah-Testgelände, von dem aus der Stealth Fighter startete. Und heute finden dort andere geheime Programme statt. Im ganzen nördlichen Bereich finden die Red Flag-Übungen statt, das Äquivalent der Luftwaffe zu den Top Gun-Übungen der Marine. Sie starten von der Nellis Luftwaffenbasis dort unten und fliegen über dieses ganze Gebiet. Hier, mitten in dem Testgelände, liegt die Area 51, auch Watertown oder die Ranch genannt. In ihrer Mitte befindet sich der Groom-Trockensee, nach jeder Seite hin 16 Kilometer von der Grenze des Sperrgebietes entfernt. Dort finden die meisten geheimen Aktivitäten statt. Aber etwa 16 Kilometer südlich des Groom Lake-Komplexes befindet sich am Nordufer des Papoose-Trockensees ein noch geheimeres Gelände, auf dem die Testflüge mit den Scheiben stattfinden. Ein Gebiet, das als S4 bezeichnet wird. Dort befinden sich 9 Hangars in den Bergen und die Scheiben werden das Immigrant Valley entlang geflogen in diese Richtung. Von dieser Straße aus,
der Mailbox Road können sie beobachtet werden. Das ist etwa 20 Kilometer entfernt. Dort oben im Tonopah-Testgelände an eben diesem See beobachtete eines Tages einer der Arbeiter, wie sich eine Öffnung im Bett des Trockensees auftat und eine Scheibe dort herauskam. Area 51 war bis 1955 hauptsächlich ein Übungsgelände der Marine, als Lockheed es in Verbindung mit dem CIA in ein geheimes Testgelände umwandelte. Der Grund war, dass man hier die U-2 testen wollte. 1959, 60 und 61 testeten sie auch die SR-71 dort. Dabei erwies sich die Area als perfektes Testgelände für geheime Tests mit geheimen Ausrüstungen, weil es so entlegen und zudem von allen Seiten von Bergketten umgeben war und das alles 1 Million Meilen im Nirgendwo. Die Sicherheitsbedingungen dort waren genau, was man brauchte. Nach 1960 wurde sein Testgelände nicht nur für Flugzeuge, sondern auch für Maschinerie, alle Arten von Ausrüstungen. 1972 kam es, wie meine Nachforschungen ergaben, zu einem völligen Blackout aller detaillierten Informationen in einem Zeitraum von 18 Monaten. Niemand weiß, was zwischen dem Sommer 1972 und Januar 1974 geschah. Es gibt keine Logbücher, ich sprach mit den Sicherheitsleuten, niemand wusste, was damals dort los war. Ich möchte nicht spekulieren, denn das UFO-Programm, das Projekt Red Light, begann meinen Informationen zufolge schon vor 1960. Sie versuchten, eines oder zwei der Schiffe zu fliegen. Es kam zu einem schweren Unfall und das Projekt wurde für Jahre unterbrochen. Die Tests wurden, glaube ich, 1980, 82 wieder aufgenommen. In diesem Zeitraum wurden die Sicherheitsmaßnahmen drastisch verstärkt und ich glaube, dass südlich von Groom Lake in der Südostecke des Nevada-Testgebietes im Gebiet um den Papoose-Trockensee, das auch S4 genannt wird, die Untertassentestflüge stattfinden. Ich habe verschiedene Quellen, die das bestätigen. An erster Stelle natürlich Robert Lazar, der den Testflug von einer der 9 Untertassen verfolgte, die dort aufbewahrt wurde. I believe in 1980, 81, 82, around that area. And the reason I say that is because the security increased drastically during that period. And I believe that just south of Groom Lake, which is in the northeast corner of the Nevada test site, is a place called Papoose Lake. It's a dry lake. There's a secret area there called S4. And I believe that that's where they test the saucers out of. My sources are varied, but the primary source being Bob Lazar, who worked on one of the 9 saucers that were stored there. Oberst Stevens, Sie untersuchten Gerüchte über ein streng geheimes UFO-Testflug und Auswertungsprojekt in der Area 51. Ja, die Gerüchte wurden 1978 für mich konkret, als ich meinen ersten Zeugen interviewte, der teilnahm am Umbau eines Marineflughafens dort namens Groom Lake. Damals wurde die Landebahn aufgerissen und darunter unterirdische Vorrichtungen angelegt, besondere Laboratorien. Dann wurde die Landebahn wieder in ihren Urzustand versetzt, damit alles wie zuvor erscheint. Das Material, das dorthin gebracht wurde, stammte von einem UFO-Absturz in Roswell, New Mexico, 1947, einem zweiten Crash in Aztec, New Mexico, 1948 und einem dritten Absturz an der mexikanischen Grenze 1949 oder 50. Die Wracks wurden zuerst nach Los Alamos und in andere Hochsicherheitsvorrichtungen in New Mexico gebracht, die unter Kontrolle der Atomenergiekommission standen. Das waren kleinere Anlagen und ich glaube, dass die Area 51, dass der
Groom Flughafen damals umgebaut wurde. Ein Flughafen im Bett eines Trockensees, um eine besondere Forschungsvorrichtung zu werden, und dass das Material Anfang der 50er Jahre dorthin transportiert wurde, um dort gründlich untersucht zu werden. Etwa in diesem Zeitraum haben sie dort auch ein Habitat mit kontrollierter Atmosphäre eingerichtet, um dort, wie ich heute überzeugt bin, einen außerirdischen Gast unterzubringen, der einen der Abstürze überlebte, und ihre Forschungen anzustellen, die seitdem bis in unsere Tage andauern. Ein Mann, der verschiedene militärische Forschungsprojekte hier in Nevada leitet, Programme auf höchster Ebene, supergeheim. Ein Mann aus einer sehr bekannten Familie hier in Nevada, sehr bekannt. Es ist nachweisbar, wo er tätig war und was er tat, bestätigte mir, dass außerirdische Technologie seit Anfang der 50er Jahre in Nevada ist, sogar bevor die Groom Lake Basis erbaut wurde. Einer der Gründe, weshalb die Groom Lake Anlage gebaut wurde, war der, dass man diese außerirdische Technologie dort testen wollte. Er erzählte mir, dass man einige Jahre lang einen lebenden Außerirdischen dort in Gefangenschaft gehalten hätte. Es wäre zuerst schwierig gewesen, mit dem Außerirdischen zu kommunizieren, doch schließlich hätte man einen Weg gefunden. Er zögerte, offen zu sprechen. Er ist besorgt, dass seiner Familie etwas zustoßen könnte. Aber er versprach mir, in einem Safe ein Video zu hinterlegen, das ich nach seinem Tod bekommen würde. Ich denke, wenn das rauskommt, wird nicht nur bestätigt, was Bob Lazar erzählte. Es wird ein neues Licht darauf werfen, was unser Militär und unsere Regierung seit 45 Jahren über die Anwesenheit der Außerirdischen weiß, einschließlich Roswell. Las Vegas, Nevada. Stadt der Spieler, Stadt der tausend Lichter. Und, was nur wenige wissen, das Tor zu einer ganzen Welt militärischer Geheimnisse. Hier begannen wir unsere Recherchen über die Geheimnisse der schwarzen Welt. Denn hinter den Bergen im Norden der Glitzerstadt beginnt das Nevada-Testgelände, ein Gebiet so groß wie Schleswig-Holstein, besser gesichert als jedes andere Territorium auf der Erde. Hier finden Atomversuche statt, hier wurde der Stealth Fighter erprobt, und hier werden derzeit noch sehr viel exotischere Flugzeuge testgeflogen. Unsere Suche führte uns zu John Lear, einem der erfolgreichsten und erfahrensten Piloten der Vereinigten Staaten. Der Sohn des legendären Flugzeugkonstrukteurs William P. Lear, Erfinder des Learjets, flog in über 16.000 Flugstunden über 160 verschiedene Flugzeugtypen in über 50 Ländern der Erde. Er hält 17 Geschwindigkeitsrekorde und wurde von der Bundesluftfahrtbehörde mit mehr Auszeichnungen geehrt als jeder andere Pilot. Seit dem Vietnamkrieg war er als Kurierflieger für den CIA im Einsatz. Zudem flog er die verschiedensten Experimentalflugzeuge für die Marine und Luftwaffe. Von anderen Insidern hatte Lear von den geheimen UFO-Testflügen in der Area 51 gehört. Doch erst 1988 wurden diese Gerüchte für ihn Realität, als er den jungen Nuklearphysiker Robert Lazar kennenlernte. In the summer of 1988, im Sommer 1988 hatte ich mit einem Immobilienmakler zu tun, und der Makler interessierte sich für UFOs und brachte eines Tages mit sich einen Freund, der zuvor als Wissenschaftler am Los Alamos Laboratorium tätig war. Da, wie gesagt, der Makler sich für UFOs interessierte, wollte er die Meinung des Wissenschaftlers zu dem hören, was ich zu sagen hatte. Zu dieser Zeit hatte ich viele Vorträge gehalten, hatte es allerhand Publicity gegeben. Und so traf ich diesen jungen Herrn Bob Lazar, und er glaubte überhaupt nicht an UFOs. Er erklärte mir, er hätte in Los Alamos an SDI-Projekten gearbeitet. Er hatte eine Q-Zugänglichkeitsstufe sowie eine Reihe weiterer Befugnisstufen. Er kannte eine Menge geheimer Projekte, und er sagte, wenn an dem, was ich sagte, etwas dran wäre, wenn es tatsächlich eine UFO-Geheimhaltung gebe, dann wüsste er davon. In den folgenden 2-3 Monaten lernte ich Bob besser kennen. Ich machte ihm verschiedene Informationen zugänglich, die er durch die Leute, die er noch von Los Alamos kannte, überprüfen ließ, insbesondere durch Kollegen, die Zugang zu der internen Bibliothek hatten.
So erzählte ich ihm, dass Projekt Grudge, das nach Angaben der Luftwaffe 1949 eingestellt wurde, noch immer aktiv ist. Und er war in der Lage, das durch einen Freund, der Zugang zu dieser Geheimbibliothek hatte, bestätigen zu lassen. Dann erwähnte ich, dass einer der noch lebenden Außerirdischen, die wir nach einem UFO-Absturz bergen konnten, in Los Alamos in einer Vorrichtung mit dem Codenamen YY2 gefangen gehalten wird. Und er fand tatsächlich heraus, dass es in Los Alamos eine Hochsicherheitszone namens YY2 gab. Das hieß natürlich noch nicht, dass es dort auch Außerirdische gab, aber es bestätigte doch indirekt meine Informanten. So gab es viele Dinge und er dachte, vielleicht ist da etwas dahinter. Er wollte es herausfinden. Als der hochspezialisierte Wissenschaftler, der er war, mit zwei Magistergarden des Massachusetts Institutes of Technology und einer persönlichen Bekanntschaft mit Dr. Teller, dem Vater der Wasserstoffbombe, war er in der Lage, sein Resümee an Dr. Teller zu schicken, der ihn anrief und ihn fragte, wo er arbeiten wollte. Dr. Teller schlug zwei Stellen vor. EGG in Las Vegas oder die Lawrence Livermore Laboratories in Las Vegas. Aber Bob sagte, er wolle in der Area 51 arbeiten. Er gab Dr. Teller keinen Grund an, aber er wollte so nah wie möglich an das Gebiet kommen, wo, wie ich erfahren hatte, die Untertassentests stattfanden. Sechs Wochen später kontaktierte ich den EGG. Er musste Sicherheitsbefragungen ebenso wie Interviews über sein Fachgebiet über sich ergehen lassen. Sie waren so beeindruckt, dass sie ihn offensichtlich sofort einstellen wollten. Das Einzige, was ich weiß, ist jedenfalls, dass Bob mich am 6. Dezember 1988 besuchte, wie er es jetzt oft tat. Ich saß hier und schrieb gerade Checks und er setzte sich in eben diesen Stuhl. Was gibt's, fragte ich. Und er antwortete, ich sah heute eine Scheibe. Und ich fragte, ich war so erstaunt. Ich glaubte, meinen Ohren nicht zu trauen. Ich sagte, was? Und er wiederholte, ich sah heute eine Scheibe. Ich fragte, Ihre oder unsere? Er antwortete, Ihre? Du warst auf dem Testgelände, wollte ich wissen. Ja, ich komme gerade von dort. Heute war mein erster Tag. Mein Gott, schoss es aus mir heraus. Was machst du dann hier? Du gefährdest deine Sicherheitsbefugnis. Arbeite dort eine Zeit lang. Finde heraus, was dort wirklich vorgeht. Nein, meint er, du hast dich in dieser Sache so weit vorgewagt. Die Leute glauben dir ohnehin nicht. Aber ich werde dir genau sagen, was ich dort sah. Und die nächsten 3 Stunden und 47 Minuten lang schildert er mir in aller Ausführlichkeit, was er auf seiner ersten Fahrt in das Testgelände sah. Im Kern war es, ja, wir haben 9 außerirdische Vehikel in unserem Besitz. Er beschrieb mir das Prinzip ihres Antriebs. Er erklärte mir, was er in den Einweisungen über die Wesen las, die sie fliegen, und was er über eine ganze Reihe anderer geheimer Projekte erfuhr. Darunter war, dass wir tatsächlich eine geheime Mondbasis hatten und eine Marsbasis planen, eine ganze Reihe solcher Dinge, einige davon so unglaublich, dass mir ernste Zweifel gekommen wären, wenn ich Bob nicht so gut gekannt hätte. Ich traf Edward Teller damals in Los Alamos. Wir hatten ein kurzes Treffen, sprachen miteinander. Kurz darauf zog ich um nach Las Vegas, um andere Tätigkeiten außerhalb der Wissenschaft nachzugehen. Später entschied ich mich, in die Wissenschaft zurückzukehren. Ich schickte eine Reihe von Bewerbungen an verschiedene Nationallaboratorien und auch an Ed Teller. Er rief mich an und sagte, er hätte da etwas, das für mich interessant sein könnte, schlug mir vor, zu einem Vorstellungstermin zu gehen. Kurz darauf rief mich jemand von EGG an, wo ich mich vorstellen sollte. Er machte mir klar, dass EGG nichts mit dem Job zu tun hätte, dass EGG nur das Gelände zur Verfügung stellen würde. Ich stellte mich also vor, doch sie meinten, ich sei leicht überqualifiziert für die Position, um die es dort ging. Aber vielleicht hätten sie etwas für mich in der Zukunft. Sie würden sich wieder melden. Ich weiß nicht, wie lange es genau dauerte. Doch ein wenig später baten sie mich, zu einem anderen Vorstellungstermin zu kommen. Sie sagten, es hätte zu tun mit, ich erinnere mich nicht mehr an den genauen Wortlaut, aber sie erwähnten ein Feldantriebssystem. Natürlich dachte ich, es ging um etwas, woran wir arbeiteten. Erst später merkte ich, dass es um die Ergründung der Antriebsweise außerirdischer Raumschiffe ging. Only did I find out that it was, you know, a back engineering program dealing with alien craft.
Ich wurde vom Las Vegas McCarran Flughafen nach Groom Lake geflogen, mit einer Boeing 737. Wir landeten in Groom Lake. Dort wartete ein Bus, der etwa 25 Kilometer weit zu einem kleineren Trockenseegebiet, dem Papoose Lake, fuhr. Direkt am Hang eines Berges befindet sich dort die S4 Installation. And right up against the side of the mountain is the Wie wurden Sie dort empfangen? Alles war sehr militärisch, ganz gewiss keine wissenschaftliche Atmosphäre. Alles auf Hochsicherheit, wo immer man hinging, folgte einem eine bewaffnete Eskorte, sogar auf die Toilette. Jede Tür konnte nur mit der eigenen Kennkarte geöffnet werden. Es war eine sehr bedrückende Atmosphäre. Wie lange dauerte es, bis Sie die Raumschiffe zu sehen bekamen? 2-3 Tage. Ich glaube, 2 Tage, bis ich die Raumschiffe sah. Was empfanden Sie dabei? Ja, meine Gefühle. Ich sollte damit beginnen, wie es war, als ich das Schiff das erste Mal sah. Ich trat in den Hangar und mein Eindruck war, das erklärt all die UFO-Sichtungen, das sind also nur militärische Geheimflugzeuge, an denen wir arbeiten. Damit wäre das also klar. Erst beim zweiten Mal, als ich den Hangar betrat, konnte ich es mir aus der Nähe ansehen. Und da wurde mir endlich klar, dass das ein außerirdisches Raumschiff war. Und das war natürlich, nachdem ich die Einweisungen gelesen hatte, und das war ein völlig anderes Gefühl. Kein Gefühl der Aufregung, sondern ein eher unheimliches Gefühl, so als wäre ich an einem Ort, an dem ich eigentlich nicht sein dürfte. Das ist sehr schwer zu beschreiben. Wie sah es aus? Es sah aus, wenn jemand die UFOs kennt, die Billy Meyer fotografierte, die waren sehr ähnlich. Es war eine sehr glatte, schlanke Scheibe, schwer zu beschreiben, aber eine typische fliegende Untertasse. Wie viele Scheiben sahen Sie insgesamt? Es waren im Ganzen 9. Ich arbeitete nur an einem der Schiffe, analysierte es. Jedes hatte seinen eigenen Hangar und jedes sah zumindest äußerlich verschieden aus. Wissen Sie, wie man an diese Schiffe kam? Nein. Viele Leute haben darüber spekuliert, aber ich weiß es nicht. Sie wurden entweder abgeschossen, sind abgestürzt oder was auch immer. Aber sie waren unbeschädigt und so weiß ich nicht, was davon stimmt. Wie sah es von innen aus? Alles war sehr glatt, wie aus einem Stück von metallisch grauer Farbe, derselben Farbe wie die Außenseite. Es hatte nirgendwo scharfe Ecken. Jedes Gerät, die Sitze, die Amplifikatorengehäuse, alles hatte gerundete Ecken, als sei es aus Wachs und dann leicht geschmolzen worden. Die Decke trifft auf den Boden, alles ist leicht gekurvt. Es ist alles sehr offen, sehr weit. Der Raum ist sehr praktisch genutzt worden. Es hatte 3 Stockwerke. Im unteren Stockwerk befinden sich die 3 Amplifikatoren. Man betritt das Schiff auf der mittleren Ebene, wo sich die Sitze und die Steuerung befinden. Und dann gibt es das Obergeschoss, zu dem ich keinen Zutritt hatte, sodass ich nicht weiß, was sich darin befindet. Sind Sie sicher, dass Sie außerirdischer Herkunft waren? Definitiv außerirdisch, fraglos. Zuerst einmal war es das Ziel unseres Projektes, ihren Antriebsmechanismus zu ergründen. Das wäre nicht nötig gewesen, wenn sie in den USA gebaut worden wären. Zweitens, aufgrund der Größe der Ausrüstungsgegenstände, der Sitze, die viel zu klein für Menschen waren, die benutzten Materialien, die uns völlig fremd waren, der Treibstoff, Element 115, das es auf der Erde nicht gibt,
All diese Faktoren zusammen bestätigen, was wir bereits durch unsere Einweisung erfahren hatten, dass es außerirdische Raumschiffe waren. War bereits bekannt, wie der Antrieb funktionierte? Es war Teil meines Jobs, das zu untersuchen, seine Funktionsweise zu klären. Sie hatten bereits einige Fortschritte gemacht. Ich weiß nicht, wie lange das Schiff schon untersucht worden war. Ein Jahr oder 10 Jahre lang, aber es war nur ein ganz bescheidener Fortschritt gemacht worden. Der Reaktor selbst ist ein Total-Annihilationsreaktor, gefüttert durch Antimaterie. Total-Annihilation ist die ergiebigste Form einer nuklearen Reaktion, die unter den drei Varianten Spaltung, Fusion und Annihilation möglich ist. Dazu bedient er sich eines superschweren Elementes, des Elementes 115, das als solches auf der Periodentafel erscheinen würde, obwohl es bisher auf der Erde noch nicht synthetisch hergestellt werden konnte. Meiner Meinung nach kommt es in natürlicher Form nur auf superschweren Sternen, sogenannten roten Riesen, vor. Dieses Element wird in einem extrem kleinen Teilchenbeschleuniger bombardiert. Unter Bombardierung unterzieht sich das Element einer sofortigen Spaltung und produziert Antimateriepartikel. Diese interagieren mit gasartigen Materiezielen und werden durch hundertprozentig effiziente thermoelektrische Vorrichtungen in Elektrizität umgewandelt. Nun sind 100% effiziente elektrische Umwandlungen hier völlig unmöglich. Das erste Gesetz der Thermodynamik besagt das schon. Immer werden Hitze etc. verbraucht. Und so ist dieses System an sich schon ein weiteres für uns absolut faszinierendes Wunder. Die gewaltige Energie, die so erzeugt wird, betreibt die Gravitationsamplifikatoren und als Nebenprodukt produziert das Element 115, wenn es bombardiert wird. Sehr interessante Phänomene, wie die Gravitationsabwelle, wie sie auch genannt wird, die sich auf fast dieselbe Weise wie Mikrowellen fortbewegt. Das wird von den Gravitationsamplifikatoren genutzt und wird durch den Stromkreis ebenso von den Reaktoren geliefert und verstärkt. Das amplifizierte Signal verlagert sich phasenweise leicht und zieht einem Gravitationsamplifikator, es hat drei davon, sich zum Beispiel von der Erde abzustoßen. Das wird die Omakron-Konfiguration genannt. Für den Raumflug würde es sich auf die Seite legen, würde alle drei Gravitationsamplifikatoren auf einen einzigen Punkt, ein Ziel in immenser Entfernung fokussieren. Es würde die Amplifikatoren und den Reaktor auf volle Kraft einstellen und könnte sich buchstäblich an das Ziel heranziehen mit einer solchen Kraft, dass Raum und Zeit zu dem Schiff hin gekrümmt würden und eine immense Entfernung buchstäblich in Nullzeit zurückgelegt werden könnte. Sie reisen nicht linear, sie falten Raum, Gravitation und Zeit. Wenn man Gravitation verzerrt, verzerrt man automatisch auch Raum und Zeit. Das sind nicht einfach Theorien, wir wissen das schon lange. Wir haben nur keine Mittel, das zu kontrollieren, aber diese Zivilisationen sind offensichtlich dazu in der Lage. War man in der Lage, diese Raumschiffe zu fliegen? Es wurden verschiedene Testflüge durchgeführt. Keine Flüge außerhalb der Atmosphäre, aber kurze, kontrollierte Flüge in geringer Höhe. Unsere Regierung hat hier einen extrem wertvollen Besitz. Sie gehen kein Risiko ein, ihn zu verlieren. Und deshalb würden sie ihn nie an einen Punkt bringen, wo er außer Kontrolle oder in falsche Hände geraten könnte. So könnten sie, wenn sie zu hoch aufsteigen, aus dem Schwerkraftfeld der Erde geraten. Ich war einmal Zeuge verschiedener Testflüge innerhalb der Anlage und stand einmal dabei nur etwa 30 Meter von dem Schiff entfernt. Beschreiben Sie, was Sie sahen. Es stieg sehr leise auf, gab nur einen leicht zirrenden Ton von sich. Es leuchtete von unten bläulich, wahrscheinlich aufgrund der extremen Stromspannung unterhalb des Schiffes. Nach kurzer Zeit stieg es auf, glitt am Himmel und kam wieder herunter. Ansonsten war der Flug eher unspektakulär, aber er verlief fast völlig lautlos. Was stand in den Einweisungsdokumenten, die Ihnen vor Beginn Ihrer Tätigkeit vorgelegt wurden?
Nun, das Material war recht umfangreich. Es waren rund 120 Einweisungspapiere. Dabei war jedes einzelne nicht allzu lang. In erster Linie sollten Sie mir einen Einblick in die anderen Aspekte der Untersuchungen an den Schiffen geben. Der Großteil waren technische Papiere, in denen es um die Energie und das Antriebssystem der Raumschiffe ging, an denen ich arbeitete. Andere Dokumente erklärten, dass es Außerirdische waren, von denen wir die Schiffe hatten. Da gab es Autopsieberichte. Das alles war nicht sehr detailliert. Sie hatten keinen Grund, mir detaillierte Informationen zu geben. Aber die Dokumente beinhalteten Fotos, zwei Fotos, eines von einem außerirdischen Korpus, dessen Brustkassen geöffnet und aus dem ein einzelnes Organ entfernt worden war, das daneben seziert, abgebildet war. Ich hatte als völliger Nichtmediziner den Eindruck, dass es verschiedene Aufgaben erfüllt. Dann gab es metallurgische Berichte von den Schiffen, einfach jeder Aspekt, an dem Wissenschaftler gearbeitet hatten, wurde behandelt. Und ich bin sicher, sie bekamen ein Briefing darüber, was meine Gruppe herausfand, ebenso kurz und präzise, wie ich über ihre Arbeit informiert wurde. Sagten die Papiere auch, woher die Außerirdischen kamen? Ja, sie nannten das Zeta Reticuli System. Wie sie an diese Informationen kamen, weiß ich nicht. Vielleicht hat man Sternenkarten gefunden. Irgendwelche Informationen über die Geschichte der außerirdischen Besuche? Nicht wirklich. Nichts, das sagte, so war es. Aber es war in einem Papier die Rede von außerirdischen Interventionen in der Vergangenheit, vor sehr langer Zeit, vielleicht vor Millionen von Jahren. Es schien mir so, und nochmal, es waren Einweisungsberichte, so kann ich beim besten Willen nicht sagen, ob alles, was darin stand, wahr ist oder nicht. Aber ich nehme es an, denn die Berichte über die Antriebssysteme waren korrekt. Sie erwähnten einen Kontakt mit der Erde vor über 10.000 Jahren. Außerdem genetische Veränderungen, die zu einem Mischwesen führten und Ähnliches. Assume it, because the briefing documents I read that pertain to the propulsion system were true, because I dealt with that. But they did make reference to contact with the Earth over 10,000 years ago, also with genetic alterations that ended in a simian being, and all kinds of claims. Haben Sie je einen Außerirdischen gesehen? Nur auf Fotos. Ich erwähnte mal, dass ich einmal durch einen schmalen Gang ging und durch ein kleines Fenster etwas Kleines sah, aber ich kann wirklich nicht sagen, das war ein Außerirdischer. Leute bestehen dann immer darauf, sagen, ja, sie haben einen Außerirdischen gesehen, aber genauso kann es sein, dass sie nur auf der Grundlage der Sitzgröße die Größe der Insassen ermitteln wollten und dazu ein Modell gebaut hatten, das ich zufällig sah. Jedenfalls bewegte es sich nicht und vielleicht war es gar nichts Lebendiges. Ich sage deshalb immer nein. Ich habe nie einen lebenden Außerirdischen gesehen. Warum wurden Sie für diese Aufgabe ausgewählt? Das ist sehr schwer zu sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin gewiss nicht der qualifizierteste Physiker und deshalb weiß ich es nicht. Ich gehe immer auf recht unkonventionelle Weise an Dinge heran. Vielleicht war es das, was Ihnen an mir gefiel. Vielleicht waren Sie nach langer Zeit Forschung in derselben Richtung in eine Sackgasse geraten und suchten nach jemandem, der das Problem aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Ich weiß es nicht. Warum gingen Sie an die Öffentlichkeit? Eine sehr komplexe Frage. Es gab nicht nur einen Grund, verschiedene. Da waren die fortwährenden Belästigungen, ich wurde unter Druck gesetzt, ich wollte mich schützen. Dann die Tatsache, dass Desinformation auch dabei war, was ich für unfair hielt. Es hatte viele Gründe. Hat man danach versucht, sie zum Schweigen zu bringen? Oh, auf jede nur denkbare Weise. Ja, auf mich wurde geschossen, als ich hier in Las Vegas auf die Stadtautobahn fuhr. Freunde wurden unter Druck gesetzt und gefeuert, nur weil sie mich kannten. Vieles. Ihm missfiel die strenge Sicherheit auf der Basis. Es war eine Arbeit unter Druck, er war befremdet, weshalb nicht bessere Wissenschaftler in einer etwas offeneren Atmosphäre daran arbeiten, die es möglich machen würden,
dass man der außerirdischen Technologie wirklich auf den Grund geht. Er glaubte, dieses Wissen müsste der ganzen Welt mitgeteilt werden, damit die ganze Welt davon profitiert. Zur selben Zeit machte er eine persönliche Krise durch, was dazu führte, dass er einigen persönlichen Freunden von seiner Arbeit erzählte. Als man ihn dabei erwischte, fürchtete er um sein Leben. Sie hielten ihm Gewehre an den Kopf und sagten ihm, er stecke in einer Menge Schwierigkeiten. Und ich glaube, der Grund, weshalb er mit mir sprach, weshalb er an die Öffentlichkeit ging, war, dass er sein Leben retten wollte. Er glaubte, dass man ihm nichts mehr antun würde, wenn er an die Öffentlichkeit ginge, weil das zu auffällig wäre. Und noch Monate, nachdem er mit mir gesprochen hatte, gab es ernsthafte Versuche, ihn einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. Aber er hatte den Mut, weiterzumachen, und ich glaube, er traf die richtige Entscheidung. Ich weiß nicht, ob er heute noch am Leben wäre, wenn er nicht vor der Fernsehkamera gesprochen hätte. Ich bin seit 10 Jahren beim Fernsehen in Las Vegas. Ich recherchierte Stories über politische Korruption, organisiertes Verbrechen, Drogen, aber diese Geschichte ist einzigartig. Als ich Bob Lazar das erste Mal traf, war ich nur am Rande am UFO-Phänomen interessiert. Ich hatte mal eine Talkshow zu dem Thema gemacht. Ich wusste, es besteht ein Interesse der Öffentlichkeit an den UFOs, aber ich wusste nicht, dass ich je eine Geschichte über Area 51 machen sollte. Gerüchte über Area 51 und mögliche außerirdische Technologie dort kursierten, seit ich hier lebe in Las Vegas, aber es fand niemals eine journalistische Untersuchung statt, denn jeder, der Insiderwissen hatte, hätte um keinen Preis öffentlich darüber gesprochen. Als ich Bob traf, ich vereinbarte zusammen mit meinem Nachrichtenchef ein Treffen mit ihm, stellten wir viele Fragen. Es war eine fantastische Geschichte und wir entschieden uns, am Ball zu bleiben, weil er so glaubwürdig wirkte. Doch bald wurde es sehr schwer. Es war sehr schwer und es ist immer noch sehr schwer, Bobs Vergangenheit zu recherchieren. So haben die Schulen, die er besucht haben will, keine Akten mehr über ihn. Seine früheren Arbeitgeber verneinten, dass er je dort gearbeitet hätte. Seine Behauptung, für das Nationallaboratorium in Los Alamos tätig gewesen zu sein, wurde für uns zum Prüfstein für seine Wahrhaftigkeit. Denn wenn er dort gearbeitet hat, muss er irgendwo zur Schule und zur Universität gegangen sein, denn die stellen nur Spitzenwissenschaftler ein. Und wenn er dort für die Regierung an Geheimprojekten arbeitete, warum nicht auch anderswo? Doch in Los Alamos sagte man, es gebe keine Akten über ihn, er hätte dort nie gearbeitet. Doch man benahm sich dort sehr seltsam. Unsere Briefe wurden nicht beantwortet, Anrufe nicht erwidert. Es schien so, als wollte man nicht, dass wir dort herumschnüffeln. Doch unsere Recherchen erbrachten eine Reihe von Indizien, dass er tatsächlich dort angestellt war. So nannte ihn die Lokalzeitung einmal als Wissenschaftler der Nationallaboratorien. Mehr noch, wir fanden seinen Namen im internen Telefonbuch und der Laboratorien, das ihn als Angestellten mit seiner Labornummer auflistete. Zudem sprachen wir mit Wissenschaftlern des Labors, die mit ihm zusammengearbeitet hatten, und jetzt endlich, in dieser Woche und 4 Jahre nach Beginn unserer Recherchen, hat jemand vom Labor offiziell bestätigt, ja, Bob Lazar war für Los Alamos tätig, ja, er war in den Mason Labors tätig, ja, dort werden Geheimaufträge durchgeführt. Es dauerte lange genug, aber jetzt ist es bewiesen, dass Bob Lazar dort an Geheimprojekten gearbeitet hat. Doch seine ganzen Dienstdaten sind angeblich verschwunden. Wir wissen nicht, warum. Was überzeugte Sie am meisten, dass Bob Lazar die Wahrheit sagt? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher bei allem, was er sagt, denn als Journalist muss ich Skeptiker sein. Aber eine Reihe von Tatsachen beeindruckte mich. Zuerst einmal erzählte Bob immer dieselbe Geschichte. Was er mir am ersten Tag über seine Erlebnisse in S4 erzählte, ist dieselbe Geschichte, die er heute noch erzählt. Am wichtigsten aber ist, als Bob rechtliche Probleme hatte, was ihn in den Augen vieler Menschen völlig diskreditierte, erklärte er dem Richter genau dasselbe. Interessant dabei ist, das Gericht versuchte, seine Angaben zu überprüfen und hatte dieselben Probleme wie wir und sagte deshalb, wir können seinen Background nicht verifizieren, deshalb muss er wegen Meineides ins Gefängnis. Ihr könnt also auch nichts über seinen Background in Erfahrung bringen. Aber denken Sie daran, es hätte für Lazar 60 Jahre im Gefängnis bedeuten können, wenn er das Gericht belogen hätte. Und was er dem Gericht erzählt, ist dieselbe Geschichte, die er mir am ersten Tag erzählt und die er heute noch erzählt.
Nachdem Sie Lazar im Fernsehen interviewt hatten, meldeten sich da weitere Zeugen aus der Area 51? Es gibt eine ganze Reihe von Zeugen, bisher über ein Dutzend, die Einzelstücke von Informationen lieferten, die zumindest Teile von Bobs Geschichte bestätigen. Keiner kam mit einer so breit gefächerten Geschichte wie Lazar, aber was ich von diesen anderen Leuten erfuhr, scheint zu bestätigen, dass das, was Lazar sagt, wahr ist. Das Problem ist, dass keiner von ihnen bereit war, an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie enthüllten mir ihre Erlebnisse im persönlichen Gespräch, aber ich darf ihre Namen nicht verwenden. Sie haben dafür gute Gründe. Denn es gab Versuche, diese Zeugen einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. Nur drei Beispiele. Ein Zeuge ist ein früherer Elektroingenieur im Fernsehbereich, der von Las Vegas wegzog, mit dem ich zuvor gearbeitet habe. Er erzählte mir am Telefon, er hätte eine Scheibe unter einer Plane in Groom Lake gesehen. Ich versuchte, ein Interview zu arrangieren, wollte meine Kameracrew in die Stadt schicken, in der ich damals wohnte. Er war einverstanden, unter der Bedingung, dass ich sein Gesicht verdunkle. Als er am nächsten Morgen sein Haus verließ, parkte davor ein Wagen, zwei Männer in Anzügen sprachen in ein Funkgerät. Er dachte sich nicht viel dabei, doch als er zur Arbeit fuhr, folgten sie ihm. Sie folgten ihm, als er nach Hause fuhr. Es gab kein Interview, er hatte Angst. Eine Frau, die hier in Las Vegas in einer sehr verantwortungsvollen Position im Gericht arbeitet, war früher für eine Rüstungsfirma hier in Nevada tätig gewesen. Sie nahm an einer Sitzung teil, in der, wie sie sagte, ihr Arbeitgeber mit hohen Militärs über ein Wrack aus Roswell sprach. Ein außerirdisches Wrack, das hier in der Area 51 gebracht wurde. Sie wollte mir weitere Informationen in einem privaten Gespräch geben. Wir verabredeten uns, doch sie kam nicht. Später erzählte sie mir, dass sie von ihren früheren Arbeitgebern aufgesucht wurde, die sie daran erinnerten, dass sie noch immer unter Eid stehe, dass sie strafrechtlich belangt werden könnte und andeuteten, dass ihr und ihrer Familie etwas zustoßen könnte. Sie sagte, wir wissen, sie reisen viel, es könnte ihnen und ihrer Familie ein Unfall zustoßen. Heute, drei Jahre später, weigert sie sich noch immer, mit mir zu sprechen. Ein drittes Beispiel ist ein Steuerberater, der für Area 51 Mitarbeiter tätig ist. Er rief mich im Sender an, wollte mich treffen, mir weitere Informationen geben. Am nächsten Tag wurde er von zwei Männern besucht, die sagten, sie seien vom Geheimdienst und ihn nach seiner Steuererklärung fragten. Aber er hatte den deutlichen Eindruck, dass es ihnen nicht um seine Steuererklärung ging, sondern darum, ihn zu warnen, nicht über Area 51 zu sprechen. Es gibt viele andere Beispiele, Menschen, die Bob Lazars Geschichte bestätigen könnten, wenn sie an die Öffentlichkeit gehen würden. Ich mache Ihnen keine Vorwürfe, dass Sie es nicht tun, denn offensichtlich scheint unsere Regierung oder Elemente unserer Regierung oder Vertreter unserer Regierung Einschüchterungsversuche zu unternehmen, um diese Leute zum Schweigen zu bringen. Our government or elements of our government or representatives of our government seem to use intimidation and fear tactics to keep these people quiet. Der einzige Beweis, den wir hatten, war eine Probe des Materials, durch das die Scheiben angetrieben werden, in dessen Besitz wir durch Bob gekommen waren. Es war Element 115, ein stabiles Element, mit dem wir verschiedene Experimente durchführten, die wir auch auf Video filmten. Diese Experimente sollten die Schwere des Elementes, seine hohe Gravitationsattraktion, unter Beweis stellen. Wir bewiesen es, noch bevor jemand das Material zurückstahl. Dann, am 21. März 1989, fragte mich Bob, ob ich einen der Testflüge sehen wollte. Das war an einem Dienstag und ich fragte, wie das möglich sei. Und er antwortete, morgen Nacht würde bei Sonnenuntergang ein Testflug stattfinden und er kenne eine Stelle auf öffentlichem Land, von wo aus man nah an das Testgelände herankäme und den Flug beobachten könne. Ich fragte, warum bei Sonnenuntergang. Er erwiderte, dass Statistiken bewiesen hätten, dass in dieser Gegend bei Sonnenuntergang am wenigsten Verkehr ist. So fuhren wir hin, Bob, der Immobilienmakler Gene Huff und ich. Wir trafen kurz vor Sonnenuntergang ein. Ich holte mein Celestron-Teleskop aus dem Wagen, außerdem eine Videokamera und keine 10 bis 15 Minuten, nachdem wir alles aufgebaut hatten, tauchte hinter dem Bergrücken diese Scheibe auf und fing an, all diese fantastischen Manöver durchzuführen. Es war ein sehr helles Licht in Scheibenform. Ich hatte mein Celestron 8-Inch-Teleskop dabei, ein sehr starkes Teleskop. Und hatte es nach ein paar Minuten im Sucher. Ich sah ganz deutlich, dass es eine Scheibe war. Keine Frage. Und ich beobachtete, wie es langsam wieder hinter den Bergen verschwand. But I had my Celestron scope with me, which is 8 inches, extremely powerful. And after a few minutes, I was able to get it right in the finder of the Celestron telescope. And I saw for myself, it was a disc. There was no question in my mind
Wir hörten von dieser Stelle, dem Meilenstein 29.5, auf dem Highway 375, von wo aus man die testgeflogenen UFOs sehen konnte, von John Lear. Unser erster Trip dorthin fand am ersten Samstag im Januar 1990 statt. Wir trafen gegen 22.30 Uhr ein und wunderten uns, dass wir nichts sahen, bis wir dann erfuhren, dass die Testflüge nur an Wochentagen stattfinden, die Basis am Wochenende zumacht. Aber wir sahen eine Reihe anderer Fahrzeuge, Wohnmobile und Autos, und wir sprachen mit den Personen, die uns ihre Erfahrungen bei vielen anderen Gelegenheiten schilderten. Uns war von Anfang an klar, dass wir vielleicht mal gar nichts sehen und dann wieder eine hochspektakuläre Sichtung haben könnten. Und so übten wir Geduld und entschieden uns, so lange und so oft dort hinauszufahren, bis wir selber etwas sahen. Als wir wieder zu Hause waren, fand ich heraus, dass wir die Billy Goodman Show aus Las Vegas empfangen konnten. Und so schaltete ich die Show immer wieder ein. Und in einer der ersten Nächte war Bob Lazar in der Sendung. Ich hörte intensiv zu und Lazar erwähnte, dass die beste Nacht mit der höchsten Wahrscheinlichkeit einer Sichtung Mittwochnacht wäre. Er erklärte weshalb. Sie hätten die Testflüge gründlich vorbereitet und Mittwoch wäre der Tag, an dem der Verkehr auf dem Highway 375 am geringsten wäre. Darum wurden die meisten Versuche Mittwochnacht durchgeführt. Wir haben auf all unseren Reisen festgestellt, dass von Montag bis Freitag jede Nacht Aktivitäten stattfinden. Aber Mittwoch ist die beste Nacht. Aber vielleicht hat man, als das publik wurde, mit Mittwochnacht den Starttermin auch verschoben. Wie dem auch immer sei, unser nächster Trip fand am Mittwoch, dem 28. Februar statt. Nun hatten wir bei unserem ersten Besuch viele Gleichgesinnte getroffen. Und so versuchte ich, all diese neuen Freunde am 28. Februar zusammenzutrommeln. Doch es war ja mitten in der Woche und je näher der Termin heranrückte, je klarer wurde uns, dass keiner unserer Freunde mitkommen konnte. So sagte Pearl, meine Frau, ich will da nachts nicht alleine rausfahren, aber das war im Radio, erwiderte ich. Die ganze Westküste hat das gehört. Wir hatten nur ein tangentielles Interesse an UFOs. Denk an die Leute, die UFOs begeistert sind. Hunderte werden da sein, von überall her, vielleicht sogar aus anderen Ländern, Australien, Europa und halb Las Vegas. Wir fuhren raus und waren ganz allein. Nun, wir kamen gegen 3.30 Uhr an, wir hatten Abendessen im Little Alpenin, fuhren wieder raus und gegen 5.30 Uhr, es war Abenddämmerung, es wurde gerade dunkel, kamen wir an der Mailbox Road an. Ich holte meinen Gartenstuhl aus dem Wagen, machte die Kamera fertig, gegen 7.30 Uhr tauchte das erste Objekt auf. Ich war erstaunt. Ich stand auf, hatte meine 35 mm Nikon-Kamera um den Hals, schoss ein paar Bilder und von da an kam alle 45 Minuten ein neues Objekt hoch. Insgesamt sahen wir 6 Objekte. Am spektakulärsten war das Objekt Nummer 3. Das kam am nächsten. Es war eine pulsierende, helle, ellipsoide Scheibe. Und als ich ein Foto schoss, entstand ein wunderbares Bild. Ich hatte ein Teleobjektiv, einen 1600 ASA-Nachtfilm und als ich auf den Auslöser drückte, muss das Objekt gerade aufgeleuchtet haben. Jedenfalls kann man auf dem Foto ganz klar seine Umrisse erkennen. Offenbar waren wir mit der richtigen Ausrüstung zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In dieser Nacht des 21. Februar 1990 führte ich eine Crew des japanischen Fernsehens zu Area 51, um den Testflug eines Objektes über Groom Lake und der Area 51 zu beobachten. Wir trafen kurz nach Sonnenuntergang ein, was gerade die richtige Zeit war, glauben wir der Information, die uns kurz zuvor von Mr. Lazar aus Las Vegas gegeben wurde, der sagte, wenn Sie bei Sonnenuntergang auf der Mailbox Road fahren, die vom Highway 375 abgeht und in südliche Richtung schauen, zu den Groombergen und den Humblebergen, können Sie die Testflüge dieser Objekte beobachten. Und als wir gerade dort angekommen waren, gegen 18.45 Uhr, sahen wir plötzlich ein orange-gelbes Licht, das über den Humblebergen erschien, sich nach rechts bewegte, etwa 15 Sekunden lang. Danach, exakt um 20.15 Uhr, hatten wir eine weitere Sichtung desselben Objektes, das wieder über den Humblebergen auftauchte, sich über die Berge auf uns zubewegte, nach rechts flog und plötzlich herunterkam und zurückflog.
In kürzester Zeit macht er diese Kehrtwende. Ich habe so etwas in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und es war definitiv der Testflug eines Objektes, das eine Technologie, einen Antrieb demonstrierte, der so exotisch ist, dass wir nicht wissen, was es war, aber es wurde in dieser Nacht getestet. Exactly at 8:15 p.m. we had another sighting of the same object that suddenly appeared on top of Jumbled Hills, came up above the hills and made its appearance, went slightly to the right side, and at that juncture in time, it made a sudden descension and a back turn, which I estimated to be possibly about 5,000 feet sudden descension, a back turn descension. And I had never seen anything like that in my life ever. And it is definitely a test flight of highly unusual object, a demonstration of technology, a propulsion system so exotic right now. We don't know what it was, but it was being tested at that very night. Ich wurde vielleicht zum Area 51-Experten, seit ich am 26. Februar 1991 so nahe wie nie zuvor an eine fliegende Untertasse herankam. Es war für mich das erste Mal, dass ich ein UFO sah. Ich fuhr mit meiner Freundin die Straße entlang, als ein sehr großes Objekt über meinem Wagen auftauchte und in Richtung der Wüste flog. Wir verließen den Wagen, liefen in Richtung des Objektes und kamen bis auf einige hundert Meter in eine große Scheibe von vielleicht 12 Metern Durchmessern heran. Das ausschaute wie eine Untertasse mit einer Teetasse auf der Oberseite, das rötlich-orange glühte und dann zu hellgelb wechselte. Einmal dachten wir fast, das Objekt drohe zu explodieren, so hell glühte es. Es stieg auf 70 Meter auf, bewegte sich wie ein fallendes Blatt hin und her, um sich dann zu senken. Ich war so aufgeregt. Ich hatte so etwas noch nie zuvor in meinem Leben gesehen. Unsere Gesichter waren danach verbrannt. Wir hatten leichte Symptome der Strahlung. Wir hatten 3 oder 4 Tage lang Fieber, was wir auf die Strahlung zurückführten. Und seitdem war ich vielleicht 40, 50 Mal an der Area 51 und habe Hunderte von Menschen dorthin geführt. We had a mild case of radiation poisoning after that. We had fevers for 3 or 4 days of about 102, 103 degrees, which we felt was radiation poisoning. And since then I've been out to the Area 51 area probably some 40, 50 times or so, and have taken quite literally hundreds of people out there. Wir fuhren zu einem Ort namens Rachel, wo ein Treffen stattfinden sollte, über das ich im Radio in Los Angeles gehört habe und das mich interessierte. Wir passierten eine große Gruppe von Menschen mitten im Nirgendwo in der Wüste. Da stand ein Reisebus, 24 Autos und so, mitten in der Dunkelheit. Wir fuhren nach Rachel, blieben dort vielleicht 45 Minuten, hörten nur den Gesprächen zu. Uns wurde klar, dass der Ort, an dem wir gehen müssen, eben der war, wo die vielen Leute standen, vielleicht 25 Kilometer südlich. Wir fuhren also zurück und gesellten uns zu den anderen Schaulustigen, die den Himmel beobachteten, als wir die erste Sichtung hatten. Ich schaute zum Himmel hoch und sah, was zuerst wie ein sehr heller Stern aussah, und sagte, John, bewegt sich da etwas? Und er sagte, ja, ich denke schon, als es losging. In diesem Augenblick kam es herunter wie eine Sternschnuppe, fiel vom Himmel, kam herunter bis zu einem Bergrücken, der vielleicht 8 bis 10 Kilometer von uns entfernt war. Und es blieb dort stehen, schwebte ein wenig, umkreiste den Berg ein wenig und führte Manöver aus, zu denen kein Flugzeug in der Lage ist. Dann blieb es kurz stehen und senkte sich hinter dem Berg herab und verschwand aus unserer Sicht. Das war das erste einer Reihe verrückter Dinge, die wir in dieser Nacht gesehen haben. Und die Leute aus dem Bus, die waren ganz aufgeregt. Sie hatten ja ihre Sichtung und es wurde spät. Es war kurz vor Mitternacht und sie sagten sich, das war's dann, und fuhren wieder. Konnten Sie irgendwelche Details erkennen? Nicht zu dieser Zeit. Das Objekt befand sich ja am anderen Ende dieses weiten Tales, vielleicht beim ersten Auftauchen weiter als 20 Kilometer von uns entfernt. Das dramatischste Ereignis an diesem Abend aber war, nachdem die meisten Leute einschließlich des Reisebusses abgefahren waren. Nur 3 Wagen blieben. Wir standen in der Mitte dieser 3 Wagen und beobachteten ein weiteres Licht, das ganz wild am anderen Ende des Tales manövrierte.
als es zu unserer Überraschung direkt auf uns zukam, als ob es uns aus dieser großen Entfernung aus direkt ansteuerte. Der Wagen zu unserer Rechten, die hatten das Licht an und machten gerade Sandwiches. Die sahen nichts. Die im Wagen links hatten ihre Sitze flachgelegt und machten sonst was. Und wir waren absolut fasziniert von diesem Objekt, das in kürzester Zeit direkt auf uns zukam, das weite Tal überquerte. Jeff bekam es mit der Angst zu tun, weil wir da in unserem Transporter saßen und das Ding direkt auf uns zukam und dann anhielt und direkt vor uns stehen blieb, praktisch direkt über uns. Und da leuchtete so ein Licht vom Rand des Schiffes. Und als es über uns stand, schien das Licht von oben her auf das Schiff. Und man sah ganz deutlich die Silhouette einer Scheibe. Es war eindeutig eine Scheibe. Und sie gab keinen Ton von sich. Sie schwebte nur über uns, vielleicht nur 30 Meter über uns. Sie stand und schwebte dort einige Sekunden lang. Und ich befürchtete, dass noch etwas geschehen könnte. Ich war mir da unsicher, vielleicht wollten sie landen, oder ich wusste nicht, was das zu bedeuten hatte. Ich hatte furchtbare Angst in diesem Augenblick, und in diesem Moment zoomte das Ding zurück über die Berge, die vielleicht 10, 12 Kilometer entfernt waren, und im Bruchteil einer Sekunde stand es über dem Bergrücken, schwebte kurz und senkte sich dann auf der anderen Seite des Rückens herab. Hier sehen Sie, wie die Kamera mit einem Winkel von 45 Grad zum Himmel gerichtet ist, in Richtung von Las Vegas, nicht in Richtung der Basis. Wir hatten sie eingeschaltet und vielleicht 45 Minuten oder so einfach laufen lassen, während ich mit jemandem sprach. Sie sehen hier drei Schiffe. Eines kommt von rechts, macht eine Art schnelle Looping-Bewegung. Dann kommt es von der äußersten rechten Seite des Schirms wieder rein und man sieht, dass von dem Schiff eine Art elektromagnetischer Effekt ausgeht, der die Aufnahme stört. Das Videoband beginnt zu flackern, da das elektromagnetische Feld des Schiffes das Videoband beeinflusst. Das Objekt kommt mit einem Looping herein, macht eine Stufenbewegung und beschleunigt dann von 0 auf vielleicht 60.000 Stundenkilometer. Das dritte Objekt scheint aus dem Überraum zu kommen. Er scheint praktisch aus dem Nichts und fliegt einen Kreis, bevor es sich zu einer Scheibe verfestigt, die ebenfalls von 0 auf 60.000 Stundenkilometer beschleunigt. Das Letzte, was Sie sehen, ist eine Zoomvergrößerung eines Objektes in 18 Kilometer Entfernung. Das Schiff erscheint durch die Verzerrung der Linse wie eine Fledermaus oder das Batman-Symbol. Aber das ist nur eine optische Täuschung. Was man bei der Vergrößerung sieht, ist das pulsierende Energiefeld, das das UFO umgibt. Das Objekt pulsiert und aus der Nähe sieht das aus wie Wolken, aber in Wirklichkeit ist es das Energiefeld des Objektes, das Objekt umkreist. Dann sehen Sie, wie das Objekt nach rechts verschwindet, dann nach unten fällt und plötzlich in der unteren linken Bildhälfte wieder erscheint. Kurz darauf gab ich einem Mädchen, das an der Mailbox war, die Kamera und fuhr mit dem Wagen dem Objekt etwa 5 Kilometer hinterher, als einige Militärfahrzeuge wie aus dem Nichts mit abgeschalteten Scheinwerfern vor mir auftauchten, ein schwarzer Bronco und ein Lastwagen, von dem ein drittes Fahrzeug herabfuhr. Die drei Fahrzeuge schalteten dann ihre Scheinwerfer ein, erhellten die gesamte Gegend, und als ich in die Kegel ihrer Scheinwerfer starrte, stiegen sie heraus, hielten mir ihre Gewehre entgegen und forderten mich auf, unverzüglich auf die Straße zurückzukehren. So drehte ich um und fuhr zurück. Offenbar hatten sie einige Probleme mit eben diesem Objekt, das wahrscheinlich auf ziviler Seite mitten im Tickaboo-Tal notlanden musste. Sie müssen wissen, dass Area 51 drei Sicherheitsebenen hat. Die Sicherheit der Außenbereiche, die innere Sicherheit, die Militärpolizei und das elektronische Sicherheitssystem. Area 51 benutzte halb private Sicherheitskräfte zur Sicherung der Außenbereiche, namentlich der Firma Wackenhut. Wir nennen sie auch Wackenhut SS, wobei natürlich SS für Special Security, besondere Sicherheit, steht. Und sie fahren in der Peripherie der Basis Patrouillen. Aufgrund ihrer halbprivaten
Situation tragen sie zwar militärische Tarnanzüge, aber keinerlei Abzeichen. Sie fahren unmarkierte Geländewagen und sie nötigen Bürger, die auf den Wüstenwegen südlich des Highway 375 fahren. Wir haben jedes Recht, diese Straße zu befahren. Das ist öffentliches Land. Solange wir nicht die Warnschilder passieren, die rund um das Testgelände aufgestellt sind. Nun, wir wurden dort am 16. Mai 1991 auf öffentlichem Land von gefährlich manövrierenden Helikoptern genötigt. Unsere Gruppe 18 Personen fuhr in einer Kolonne von 7 Wagen auf dem Rückweg von den Warnschildern, die wir fotografiert hatten, hin bis zum Highway 375. Als wir ein Geräusch wie ein Donnergrollen über uns hörten, als ob eine Eisenbahn über uns hinwegfahren würde. Als wir hinaufschauten, sahen wir einen Helikopter, der nur 3 Meter über unserem Fahrzeug schwebte und praktisch angriff, obwohl wir immer wieder versuchten, ihm auszuweichen. Und das 15 Minuten lang. Bei einer Gelegenheit kreiste er um uns, während wir fuhren, und flog direkt über die Straße auf uns zu, was uns zu Tode erschreckte, da diese nach allen Luftfahrtgesetzen illegalen Manövern unser Leben bedrohten. But suddenly we heard a roar, a thunderous sound overhead, as if a railroad was passing over our cars. When we looked out up, there was this military helicopter that appeared and came about 5 to 8 feet above our cars on purpose, harassing us, intimidating us, and for the next 15 to 16 minutes, we were trying to get away from this helicopter. We were frantically trying to drive and go away from this area, and we were buzzed by this helicopter continuously for 15 minutes. In one occasion, this helicopter circled around as we were driving, and came front of our cars at almost low level and just scared us and continued this illegal maneuvering, endangering our lives. Where is it?
Das UFO, das die japanische Fernsehcrew an diesem Abend doch noch filmte, wurde von Nippon TV mit Hilfe modernster Computer untersucht. Das Ergebnis: Es ist kein bekannter, kein konventioneller Flieger. Aber auch rund um Las Vegas werden regelmäßig unbekannte Flugobjekte beobachtet. Ich brachte meine Frau zur Arbeit eines Morgens und als ich aus dem Fenster schaute, sah ich dort dieses enorme UFO. Ich habe fast immer meine Kamera dabei und so hielt ich den Wagen an und filmte es. Es erschien an zwei verschiedenen Morgen. An zwei verschiedenen Tagen in der Früh filmte ich es. Es war 1991. Tatsächlich haben wir viel rund um Las Vegas gesehen. Es ist ein gutes Gebiet, um UFOs zu beobachten. Ich sah zigarrenförmige UFOs, gewöhnliche Scheiben und alle Arten und Typen von UFOs. Ich habe viele Nächte, ganze Nächte damit verbracht, nach Dingen am Himmel Ausschau zu halten. I've seen cigar-shaped UFOs, I've seen the regular discs, and I've seen anomalies of all styles and types around here. I've spent many a night, all night, up looking for UFO things in the sky. Eines Morgens stand ich auf, zog die Vorhänge zurück und schaute durch das Fenster. Es war bewölkt, aber klar. Und ich bemerkte zwei Objekte, die wie Hüte, wie eine Melone aussahen, dunkelgrau. Keine Fenster, keine Räder, nichts wie eine metallische Melone, ein Hut. Es waren zwei. Das eine flog eher stabil, das andere flog, als sei der Pilot betrunken. Es flog in Schlangenlinien. Dann verschwanden sie hinter einem Hochhaus, nur 100 Meter von mir entfernt. Ich war sehr beeindruckt, erzählte meiner Frau davon, die mich nur ungläubig anschaute. Doch zwei Wochen später stand sie am selben Fenster und sah dieselben Objekte. Sie rief mich bei der Arbeit an und war völlig weg. Von da an ging ich oft mit meiner Kamera hinaus in die Wüste. Ich war eine Zeit lang richtig besessen von der Idee, sie auf Film zu bannen und habe eine Menge interessanter und definitiv unerklärlicher Objekte gefilmt. Es war an einem Sonntag. Ich arbeitete gerade und warum auch immer nahm ich meine Kamera mit auf das Dach einer Parkgarage und filmte diese zwei Objekte, von denen das eine um das andere herumzutanzen schien. Kurze Zeit später sehen Sie ein weiteres, etwas größeres Objekt, das darunter erscheint und das sehr stabil in nördlicher Richtung fliegt. Die herumtanzenden Objekte scheinen mit ihm zu interagieren und es zieht seine Bahn. Kurz darauf erscheint ein weiteres Objekt vor dem Berg. Dazwischen sieht man ein Flugzeug im Landeanflug auf den McCarran-Flughafen, sodass man eine Vorstellung von der Größe und der Entfernung der Objekte bekommt. Dann interagieren die kleinen Objekte wieder mit dem großen Objekt, bevor sie verschwinden. Ich versuchte noch, ihnen zu folgen, aber sie waren weg. And then these two objects again interact with this large craft. And as you'll see towards the end of the tape here, I follow it round to see where the craft went to, and it's totally out of sight, it's vanished. Haben Sie weitere Details erkannt? Nein, eigentlich nicht. Es waren Lichter am Himmel, kurz nach Eintritt der Dämmerung. Es waren Lichter, aber ich glaube, sie waren leicht deltaförmig. Und so erscheinen sie auch, wenn ich sie anzoome. Doch es scheint so, als seien die Lazar-UFOs nur die Spitze eines Eisberges einer schwarzen Welt, die so fantastisch erscheint wie ein Märchenland oder ein anderer Planet.
Doch engagierte Forscher versuchten, auch den letzten Rätseln um die supergeheimen Testflüge auf die Spur zu kommen. Indem wir die Karten studierten und in Absprache mit den lokalen Sheriffs, fand ich eine Bergspitze, auf die man klettern kann, etwa 1,5 Stunden Fußweg oder 10 Kilometer von der Straße entfernt, die wir Mortons Berg nannten, weil ich sie zuerst entdeckte, von wo aus man diesen spektakulären Blick auf buchstäblich die gesamte Basis hat. Dieses Video wurde nachts aufgenommen, denn am Tag mussten wir vorsichtig sein. Wir wussten nie genau, ob wir schon an der Grenze des Militärgeländes angelangt waren, und um 6 Uhr früh senden die Helikopter aus, die uns buchstäblich herumjagten, wenn wir irgendwo in der Nähe ihrer Grenze waren. Und am Abend fahren die Broncos der Sicherheitskräfte herum, die entweder nur unser Kennzeichen notierten oder nach uns in der Wüste suchten. Dieses Video entstand unter Lebensgefahr von unserem versteckten Beobachtungsposten oberhalb der vielleicht geheimsten Hochsicherheitsanlage der Welt aus. Was wir hier sehen, ist Area 51 bei Nacht, kurz vor der Morgendämmerung aufgenommen. In einem anderen Abschnitt sehen Sie, was nachts auf der Startbahn geschieht. Wir sehen 2 extrem starke Halogenscheinwerfer, die die Landebahn taghell zu beleuchten scheinen. Zudem die kleineren Lichter von Lastwagen und Jeeps, die von einem Licht kommen, das wir zuerst für ein Schiff hielten, das über dem Seebett schwebt. Aber da es sich sehr wenig bewegt, glauben wir heute eher, dass es eine Art Halogen-Arbeitslampe sein könnte. Zum ersten Mal wurde das Objekt, das den Spitznamen Old Faithful, der zuverlässige Alte, trägt, gefilmt. Old Faithful erscheint buchstäblich jeden Donnerstagmorgen um 4.50 Uhr am Himmel über der Area 51. Dem gehen die Luftbeben voraus, die von Tausenden in Kalifornien gemeldet wurden. Es ist ein sehr großes Objekt, das wir hier beobachten konnten, 200 bis 300 Meter lang. Und dieses Objekt dringt mit 10 bis 18-facher Schallgeschwindigkeit aus dem Weltraum in die Erdatmosphäre ein, fliegt über Catalina Island und Südkalifornien ein und landet in der Area 51. Wir glauben, dass es sich bei diesem hier gefilmten Objekt um das Projekt Senior Prawn handelt, das dem Aurora-Projekt untersteht, eine unbemannte, ferngesteuerte Plattform mit 132 Nuklearwaffen an Bord, die sie über jedes Feindgebiet niederregnen lassen kann, wenn der rote Knopf gedrückt wird. Dieses Objekt, das hier landet, erscheint gegen 4.50 Uhr am Himmel. Es ist das erste Mal, dass dieses Objekt überhaupt gefilmt wird und zudem die erste gefilmte Landung in der Area 51 überhaupt und landet auf konventionelle Weise. Manchmal demonstriert es Flugfähigkeiten, die fast an jene der konventionellen UFOs heranreichen, aber hier landet es in gerader Linie. Dabei sehen Sie, dass es von einem Feld umgeben ist. Sie sehen, wenn es landet, ein zusätzliches Paar Sicherheitslichter, die das Feld begrenzen. Und man erkennt, es ist ein ungewöhnliches, dunkel umrissenes Flugzeug, eine Art Experimentalflugzeug mit Rädern, einem Motor, der seine Außenseite umgibt, an einer Seite hoch, an der anderen herunterreicht. Es ist ein sehr ungewöhnliches Flugzeug. Und eben dieser Landung ging eines der berüchtigten Luftbeben in Südkalifornien voraus. You'll see a field around the outside of the object, and when it comes down between 2 safety lights, you'll see it actually physically land, and then when it comes past a second set of safety lights, the field around the ship actually blinks off, and then you can see that it is some sort of unusual dart-shaped aircraft, some sort of experimental aircraft, because it does have wheels on it, and it does appear to have a fuselage that is comes up in a point with a light at the top and at the bottom, and then comes back at the bottom. So it is a very unusual ship, and this particular ship was in fact preceded by one of the famous Southern California skyquakes.
Am Highway 375, der Straße, die die schwarze Welt passiert, liegt Rachel, ein Wüstennest, dessen Bewohner zumeist Arbeiter des Testgeländes sind. Hier befindet sich die Informationsbörse der Area 51-Enthusiasten, das Little Alien Inn, je nach Bedarf als die kleine Bierkneipe oder der kleine Außerirdische lesbar. Hier werden nicht nur UFO-Memorabilien ausgestellt, hier befindet sich auch eine Bibliothek zum Thema, die durch eine umfangreiche Sammlung von Zeitungsartikeln über geheime Regierungsexperimente ergänzt wird, die dokumentiert, dass das größte Geheimnis unserer Zeit eigentlich gar kein Geheimnis mehr ist. Der Luftfahrtexperte Jim Goodell war einer der ersten, der den Schleier der Geheimhaltung lüftete. Ich schrieb zahlreiche Artikel über schwarze Programme und geheime Projekte für Fachmagazine wie das Defense Weekly, Interavia und die Aviation Week und Space Technology. Meine drei Bücher handeln von der F-117, ein Stealth Fighter, dem ich all meine Zeit widmete. Meine Nachbarn wurden deshalb von Agenten verhört, meine Telefonate abgehört. Ich wurde für die Operation Desert Shield als Angehöriger der Air National Guard einberufen, als ich erfuhr, dass meine Befugnisstufe herabgesetzt wurde. Der Grund dafür war, dass ich meiner Regierung zu viele Fragen gestellt hatte. Ich antwortete darauf: Das ist mein Job, es ist meine Aufgabe, meiner Regierung Fragen zu stellen, wann immer ich es für nötig halte. Dadurch habe ich mir viele Feinde gemacht. Und in Insiderkreisen bin ich nur als der Hurensohn aus Minnesota bekannt. Im Pentagon habe ich einen ziemlich schlechten Ruf als einer, der Informationen ausgrieb, die man für immer vertuschen wollte. Was ich durch intensive Interviews in den letzten 6 oder 7 Jahren über die Vorgänge in der Area 51 in Erfahrung brachte, ist dieses. 8 schwarze Programme finden in Groom Lake in der Area 51 statt. Das beinhaltet nicht den B-2-Bomber, denn das ist kein schwarzes Programm. Ebenfalls nicht die F-117, den Stealth-Bomber, denn auch das ist heute ein offizielles, ein weißes Programm. Mindestens 2. Super Hochgeschwindigkeitsflugzeuge sind darunter. 1982 hörten wir das erste Mal von ihnen. Das eine ist ein kleines Flugzeug, das Mach 4 bis 6, also 4- bis 6-fache Schallgeschwindigkeit erreicht. Und ein Flugzeug, das in der Bay Area in Kalifornien vom Zentrum der Bundesluftfahrtbehörde mindestens 8-mal seit 1986 mit einer Geschwindigkeit von über 16.000 Stundenkilometern geortet wurde. Das ist ein sehr großes Flugzeug. Neben diesen beiden Hochgeschwindigkeitsflugzeugen gibt es stealthartige Flugzeuge für die elektronische Kriegsführung, das Excalibur, dann ein Flugzeug, das in sehr großer Höhe sehr langsam und sehr leise fliegt. Und dann gibt es Gerüchte über das fliegende Dreieck, das der eingestellten A-12 vom McDonnell Douglas ähnelt. Erst kürzlich wurden von Lancaster, Kalifornien, Flugzeuge gemeldet, die von der Palmdale-Luftwaffenbasis startet, wo die B-1 und der B-2-Bomber gebaut wurden und die F-117 bei neuen Operationen gewartet wird. Es gibt Berichte von dreieckigen Flugzeugen, die in diesem Gebiet starteten. Die Menschen, die da in der Nähe leben, beobachten ihre Starts und Flüge in relativ geringer Höhe, die wiederum fast lautlos stattfanden. Sind auch unkonventionelle Technologien darunter? Ja, ich habe über die Jahre hinweg immer wieder Menschen interviewt, die auf den Testgeländen gearbeitet haben. Ein Herr verbrachte 12 Jahre seiner 30-jährigen Dienstzeit in schwarzen Programmen in Groom Lake. Als ich ihn interviewte, war die erste Frage, die ich ihm stellte: Glauben Sie an UFOs? Und er schaute mir gerade in die Augen und antwortete: Ja, absolut, positiv. Sie existieren. Können Sie Ihren Standpunkt erläutern, bat ich ihn. Nein, bedauere. Etwa ein Jahr später sprachen wir wieder über Aktivitäten in Groom Lake.
Und ich fragte ihn, können Sie mir sagen, was dort geschieht? Und er antwortete, da geschehen viele Dinge, von denen ich Ihnen erst im Jahr 2025 erzählen kann. Wir haben Dinge hier in der Wüste von Nevada, da würde George Lucas vor Neid erblassen. Ein anderer Informant, ein NCO, ein E-9, ein Hauptfeldwebel der Luftwaffe, ist ein Spezialist für neue Technologien. Er hatte drei verschiedene Verantwortlichkeitsbereiche in drei Programmen in Groom Lake. Er hatte keinerlei Verbindung zu meinem Freund, der an einem anderen schwarzen Projekt arbeitete. Ich interviewte ihn 1985-86 auf der Nellis Luftwaffenbasis und ich fragte ihn, was geht da draußen vor? Und er schaute mir gerade in die Augen und antwortete mir, wir haben da draußen Dinge, die buchstäblich nicht von dieser Erde sind. Ich bat ihn, das zu erklären. Er erwiderte, er dürfe nicht. Aber es seien Dinge, die besser als Raumschiff Enterprise, besser als die Sachen in den Filmen wären. Flugzeuge, wollte ich wissen? Die Antwort, kein Kommentar. Es gibt vier Ebenen in S4. Nicht mitgerechnet die oberste Ebene, die Oberfläche. Das sind eigentlich nur die Hangars. Sie sind alle durch Aufzüge miteinander verbunden. Mit denen die fliegenden Scheiben, Schiffe oder wie immer Sie es auch nennen wollen, an die Oberfläche transportiert werden. Als ich da war, versuchten sie gerade die Scheiben zu bedienen, aber sie hatten keinen Erfolg. Da gab es Wissenschaftler, ich sah selbst hohe Beamte des Weißen Hauses in der Anlage. Ich bin kein ängstlicher Mensch, aber ich befinde mich derzeit auf der Flucht. Ich weiß nicht, was die Zukunft für mich bereithält. Right now I'm basically kind of scared. I mean, I'm on the run. I don't know what everything holds for me. I just want to get this Tommy open. Seine Beschreibung von Ebene 2 war äußerst detailliert. Er sagte, Ebene 2 bestünde aus 9 Hangarbuchten, jede groß genug, um ein kleines Flugzeug zu beherbergen. In 7 der 9 Buchten standen runde, scheibenförmige Objekte. Er beschrieb den Plan der Anlage, er beschrieb die Sicherheitskontrollen. Ein Gebiet, in dem außerirdische Körper in großen Glaszylindern aufbewahrt wurden. Er beschrieb besonderes Equipment, Überwachungsvorrichtungen. Das Sicherheitssystem, um hinunter auf Ebene 3 und 4 zu gelangen. Er sagte, nur Personen mit besonderer Befugnis hatten dort Zugang. Dazu bedurfte es einer Plastikkarte mit Magnetstreifen, eines Handabdrucks und eines Augenscanners. Sie mussten ihr rechtes Auge an eine Kamera halten. Wer diese Prozedur überstand, hatte Zutritt. Wer unbefugt versuchte, Zutritt zu erlangen, wurde sofort verhaftet und jemand von oben kam, um ihn abzuführen. An area where bodies were stored in large glass cylinders. He described special equipment. Das ist ein riesiger Komplex, eine große Anlage. Die Aufzüge befinden sich hier. Es sind 4 Aufzüge. 2 führen nach oben, 2 nach unten. Die Aufzüge zu Ebene 3 und 4 sind für Hochsicherheitszwecke. Kein Wachmann hat dort Zutritt. Deshalb musste jeder, der dort herunter wollte, auf Ebene 2 umsteigen. Ich weiß nicht, was dort vorgeht. Ich hörte Gerüchte, dass dort ein Ebe, ein außerirdisches Wesen leben soll, was immer wir uns darunter vorzustellen haben. Wenn man zu den Aufzügen kommt, geht man hier den Gang entlang und dort auf der linken Seite befinden sich die Hangarbuchten. Jede durch eine Art automatische Tür voneinander getrennt. Auf der einen Seite befinden sich 5 auf der anderen Seite. Ein Gang führt mittendurch. Jede dieser Hangarbuchten hat Aufzüge, die die Scheiben ganz nach oben bringen können. Über ihr hydraulisches System können sie den ganzen Gang hochbringen. Wenn man hier entlang geht, befindet sich eine Menge Maschinerie. Ich weiß nicht mehr, was das alles war. Ich verrichtete meinen Dienst in der Regel hier, am Aufzug, oder ging diesen langen Gang auf und ab. Soweit ich aber weiß, befindet sich an diesem Gang hier ein Computersystem. Ich glaube, es ist ein Computersystem. Ich bin mir nicht sicher. Und hier steht eine Reihe von Röhren, 1,80 Meter hoch und 60 Zentimeter breit.
dicht aneinander, nebeneinander. So sehen sie aus. Sie sind alle absolut identisch. Und auch die Wesen, die sich in ihnen befinden, sind absolut identisch. Ich konnte nicht einen Unterschied feststellen, durch den sie sich voneinander hätten unterscheiden können. Etwa in der Mitte, auf der Höhe der Genitalien, befindet sich der Aluminiumring. Die Röhren sind mit einer einfachen Lösung gefüllt. Hier befindet sich ein Tank. Ich weiß nicht, was sich darin befindet. Wesen, die sich darin befinden, sind aufgehängt. Ich weiß nicht, wodurch. Ihre Füße befinden sich jedenfalls über dem Boden. Und darunter befindet sich ein etwa 30 cm hoher Sockel, der aus schwarzem, poliertem Stein zu bestehen schien. Die Wesen in den Röhren gleichen dem, was jeder gesehen haben will. Der einzige Unterschied zu all den Zeichnungen ist, dass die Augen anders waren, gewissermaßen zusammengefallen, wie verschrumpelte, faltige Trockenpflaumen. Zudem hatten sie keine sichtbaren Augenlider. Sie hatten eine gräuliche Pigmentation, waren völlig unbehaart, keine Spur einer Körperbehaarung, bläuliche Hüllen anstelle der Ohren, zwei Schlitze anstelle der Nase, ein weiterer anstelle des Mundes. Die Körper selbst sind sehr dünn. Sie scheinen keine Brust, keinen Nabel zu haben, und ich habe jedenfalls nichts derartiges gesehen, aber ich war auch nie so nahe dran. Ich glaube, jemand mal sagen gehört zu haben, dass sie ganz andere Systeme hätten als wir. Und sie sind sehr, sehr dünn. Was macht Sie sicher, dass Hennessy die Wahrheit sagt? Wir haben ihm nicht nur in die Augen geschaut und mit ihm gesprochen. Wir haben auch seine Stimme analysiert, während er sein Erlebnis schilderte, und der Lügendetektor zeigte keinen Stress an. Wir hörten Details aus dem Inneren der Ebene 2 von anderen, die wir nie veröffentlichten. Wenn jemand also nicht unbedingt dem Insiderkreis angehört und unveröffentlichte Berichte kennt, hätte er keine Möglichkeit gehabt, davon zu wissen. Alle Informationen, die er uns gab, bestätigen nur Informationen, die wir bereits hatten. Und sie werden bestätigt durch Informationen, an die wir seitdem kamen. Ich trat in einer amerikanischen Fernsehsendung Geheimnisse anderer Welten auf. Am Ende der Sendung wurde meine Telefonnummer eingeblendet. Und dieser Herr kontaktierte mich durch diese Telefonnummer und erklärte mir, dass er als Hauptfeldwebel 12 Jahre lang auf der Area 51 tätig gewesen sei. Dann erzählte er mir eine Reihe interessanter Dinge über die Area selbst, wie die Gebäude dort angelegt waren, wie viele unterirdische Ebenen es gab, mit welchen anderen Anlagen sie verbunden waren. Und er stellte mir eine Reihe von Fragen zu Dingen, über die er eigentlich gar nichts wusste, die über seinen Schreibtisch gegangen waren, was ihn neugierig gemacht hatte, aber über die sonst nirgendwo etwas gesprochen wurde. So entstand ein Informationsaustausch zwischen ihm und mir, bis er schließlich ganz offensichtlich verschwunden ist. Er ist offensichtlich ohne neue Zustellanschrift umgezogen, sein Telefon ist abgestellt, der Mann ist einfach verschwunden. He seems to have moved with no forwarding address. His telephone number no longer works. I was in contact with him for quite a period of time, and then the man simply vanished. Hat er je fremde Raumschiffe oder Wesen gesehen? Bei einer ganzen Reihe von Gelegenheiten, wie mir Chip, wie er sich nannte, erzählte, hatte er scheibenförmige Objekte transportiert, die er für fremde Raumschiffe hielt, obwohl er sich da nicht ganz sicher war. Er sah nie die dazugehörigen Papiere. Er war nur für ihren Transport verantwortlich. Er transportierte einige 10 bis 20 Meter breite Scheiben, auch glockenförmige Objekte von dumpfmetallischer Farbe. Er beobachtete einige Male auch die Testflüge dieser Objekte. Sie wurden dann abgeladen, starteten und wurden einige Male herumgeflogen. Und er fragte mich dann, wie es möglich sei, dass etwas, das so tot, so leblos aussah, plötzlich aufglühen konnte, sodass das Metall der Objekte regelrecht lebendig aussah.
Was die außerirdischen Leichen betraf, so erklärte er mir, dass die Area 51 fünf unterirdische Ebenen hätte, was mir von drei anderen Quellen bestätigt wurde. Er sagte mir, dass er nicht nur lebendige Außerirdische auf der Basis gesehen hätte, sondern dafür verantwortlich war, sie physisch mit dem Jeep von einem Ort zum anderen zu transportieren. Zudem sah er eine Reihe außerirdischer Leichen, die in sehr großen Tanks aufbewahrt wurden, die eine silberne Rückenwand und silberne Streifen um die Mitte und an der Unterseite gehabt hätten. Sie waren mit einer blauen Flüssigkeit angefüllt. Er persönlich sah fünf verschiedene Tanks mit Körpern, die dem klassischen kleinen grauen Außerirdischen mit großen mandelförmigen Augen entsprachen. 1,20 Meter groß, aber auch vier humanoide Wesen mit blondem oder rötlichem Haar, die sich nicht grundlegend von Menschen unterschieden. Aber ihm wurde gesagt, dass das außerirdische Wesen seien. Und er hatte den Eindruck, dass sie von den Plejaden stammten. And reddish hair. Very little was unusual about them that would demarcate them from actual humans. But he was told that these were actual alien bodies, supposedly, and this was his speculation now, but he said that they were supposedly from the Pleiades. Es gibt viele unterirdische Basen überall in den USA. Außerdem gibt es riesige unterirdische US-Militäranlagen. 1960, als die Sowjets die ersten Satelliten im Erdorbit hatten, war es den Amerikanern klar, dass sie wichtige Geheimoperationen nur noch unterirdisch durchführen konnten. Nun beobachten Menschen allerhand alles, was geschieht. Und wenn große Mengen von Menschen und Ausrüstungen transportiert werden sollen, muss dies unterirdisch geschehen, wenn es geheim bleiben soll. 1960 fand eine Zusammenkunft der großen Vertragsfirmen der US-Regierung statt, Firmen wie Morrison, Knudsen und so weiter. Und dabei ging es um das Spezialgebiet unterirdischer Konstruktionen, Bohrungen, das Entfernen von Erde und Geröll, und danach wurde mit dem Bau von ganzen unterirdischen Städten begonnen. Heute befinden sich überall in den USA unterirdische Städte, es sind unzählige. Ein Netzwerk von Tunneln verbindet zum Beispiel die Edwards Luftwaffenbasis mit der Dahachi-Basis, dem Tonopah-Testgelände, Groom Lake, die George-Luftwaffenbasis, China Lake. Es ist ein gewaltiges Netzwerk. Ich habe von vielen Menschen gehört, dass diese Anlagen existieren, dass sie dort unten waren. Ein Freund von mir ist ein Hydraulikingenieur an einer dieser Tunnelbaumaschinen von 9,5 Meter Durchmesser. Er arbeitete auf dem Nevada-Testgelände, wo die Tunnel bis auf 1000 Meter Tiefe hinunterreichen. I have a friend that is a hydraulic engineer on one of the tunnel boring machines. It's 28 feet in diameter. He works at the Nevada test site where the tunnels go down almost 3000 feet. Ich kam in Kontakt mit einer Reihe früherer Militärangehöriger, die für Luft- und Raumfahrt, Konstruktionsfirmen im Antelope Valley wie Lockheed, Northrop, Rockwell tätig waren und die mir ihr Wissen über unterirdische Vorrichtungen mitteilten. Nicht in allen Fällen wussten sie etwas über außerirdische Lebensformen oder außerirdische Technologien, aber sie sagten, dass diese Untergrundvorrichtungen zweifelsohne existieren. Seit vielen Jahren haben die Luft- und Raumfahrtfirmen solche Vorrichtungen, die meisten Luftwaffen- und Marinebasen haben Untergrundvorrichtungen, in denen ultrageheime Projekte durchgeführt werden. Unser Problem war, dafür Beweise zu finden, dass diese Vorrichtungen mit dem UFO-Phänomen in Verbindung stehen. So genügte es nicht, nur Zeugenaussagen zu sammeln. Wir mussten diese Anlagen auch einer intensiven Beobachtung unterziehen, um mit Kameras und anderen Mitteln mögliche Phänomene aufzuspüren, die von diesen unterirdischen Anlagen ausgehen könnten. Und das wurde gemacht. Und Menschen haben klassische UFOs beobachtet, die aus diesen Vorrichtungen kamen. In trying to come up with the evidence that these facilities are connected with the UFO phenomenon. So we have had to approach this not only from the viewpoint of listening to testimony, but keeping some of these facilities under surveillance so that we could take cameras up there or any means that we can. To record phenomena that seem to be emanating from or associated with these facilities. And that has been done. And people have reported seeing classic UFO phenomena around these facilities.
Es gibt vier verdeckte Luft- und Raumfahrtversuchsgelände, die von Lockheed, McDonnell Douglas und Northrop im Antelope Valley und das von Rockwell im San Joaquin Valley, die extrem verdächtige Aktivitäten durchführen. Sie haben ihre oberflächlichen Tarnaktivitäten, es sind offiziell RCS, Radar Cross-Section Testgebiete, doch offenbar werden dort auch die verschiedensten Flugzeugmodelle auf Radarpylonen getestet. Zudem stießen wir auf eindeutige Beweise für riesige unterirdische Anlagen. Zum Beispiel konnten wir dokumentieren, dass die Northrop-Anlage 42 unterirdische Stockwerke hat. Wenn es dort nur um Radarversuche geht, die oberirdisch stattfinden, warum gibt es dann 42 unterirdische Stockwerke? Ein investigativer Reporter konnte auf einer anderen Lockheed-Anlage in Glendale ganz zufällig und unerlaubt den Bauplan für eine 100 Meter tiefe, riesige unterirdische Anlage einsehen. Als dieser Journalist nach einem netten langen Interview den Leiter dieses Lockheed-Geländes nach den unterirdischen Anlagen fragte, bekam dieser große Augen und sagte, dieses Interview ist beendet. Das ist ziemlich verdächtig. Andere Beobachter sahen scheibenförmige Objekte, die aus diesen Vorrichtungen kamen oder dort einflogen. Dann sieht man dort blaue Strahlen, seltsame Lichter, Überwachungssonden von der Größe eines Basketballs, die sich auf eine Art und Weise bewegen. Wir haben einfach diese Technologie noch nicht. Was die Northrop-Anlage betrifft, die auch der Ameisenhügel genannt wird, so wurden dort die unterirdischen Bereiche Anfang der 80er Jahre stark erweitert. Von 13 unterirdischen Ebenen auf 42 unterirdische Ebenen. Wir haben Konstruktionsarbeiter, die dort beschäftigt waren, interviewt, unter anderem Zementfahrer, und einmal erschien eine 30 Kilometer lange Schlange von Zementwagen, die einer nach dem anderen Beton in die Erde schütteten, 24 Stunden am Tag, 7 Tage lang, und das über Wochen hinweg. Da wurden Millionen von Kubikmetern Beton benötigt. Wir erfuhren von den Konstruktionsarbeitern, dass 3 unterirdische Silos angelegt wurden, und da alle Augenzeugen berichteten, dass die Scheiben vertikal aus den Anlagen in die Höhe schossen, also schon unterirdisch einige Entfernung zurückgelegt haben müssen. Und wenn sie in die Erde eintauchten, schossen sie auch einfach in irgendwelche Öffnungen hinein. Aufgrund dieser Konstruktionsberichte und der Augenzeugenberichte können wir nur folgern, dass etwas sehr Verdächtiges davor geht. Noria und ich stellten das erste Untersucherteam, das über diese Anlagen flog und sie mit Videokameras und Fotokameras aus der Luft fotografierte. Das war hochinteressant. Auf unserem ersten Flug über das Northrop-Gelände, der eine Stunde lang dauerte, können Sie sich vorstellen, dass mir dabei das Herz fast stehen blieb, als der Pilot so ganz nebenbei bemerkte, nebenbei, da unten sind 3 Silos. Genau das hatte ich von meinen Insiderquellen erfahren. Ich hielt sofort nach diesen 3 Silos Ausschau, sah sie aber erst, als der Pilot mich darauf hinwies. Ich nahm mich zusammen und fragte so sachlich wie möglich, Pardon, sagten Sie eben Silos? Oh ja, antwortete er. Sehen Sie diese 3 weißen Diamanten? Dieser Pilot stammte aus dem Antelope Valley. Er flog ständig in dieser Gegend herum. Er hat Flugschüler dort. Er ist Fluglehrer. Er fliegt da immer und er erzählte mir, dass oft genug diese weißen Diamanten freiliegen würden, dass ihre weiße Tarndecke entfernt würde und man dann ein tiefes schwarzes Loch sehe, das tief in den Boden reicht. So he's flying over there all the time. He told me that on numerous occasions when he's flown over these facilities, those white diamonds, the white covering will be gone to reveal a deep dark hole or silo into the ground. Meine Recherchen ergaben, dass nicht nur ein schwarzes, sondern ein tiefschwarzes, ein supergeheimes Programm 10 Meilen südlich von Groom Lake abläuft. In Groom Lake selbst befindet sich ein schwarzes Programm.
das technologisch gesprochen nicht vergleichbar ist mit der weitaus exotischeren Technologie, die 10 Meilen südlich in der Papoose Lake Facility getestet wird. Dort wird eine Supertechnologie testgeflogen und es ist mein Eindruck, dass amerikanische Testpiloten ausgebildet wurden, diese hochexotische Technologie zu fliegen. Wir haben diese Tatsache von einer Reihe von Zeugen bestätigt bekommen. Es gibt dieses Pumpkin Seed Program, wie sein Codename lautet, weil diese Objekte Kürbiskernform haben, deren Antrieb auf einer Pulsdetonation basiert. Das ist Teil der schwarzen Projekte. Aber die superschwarzen Programme beinhalten möglicherweise eine noch weit überlegene Technologie, vielleicht Antimaterieantriebe, wie Mr. Lazar behauptet. Using pulse detonation system, and this is known as the pumpkin seed program because these objects are they have almost like a diamond shaped the form to this. Now this is part of the Black Project program. However, what I've been investigating is more than that. It's the super deep Black Project program, which could possibly involve technology much higher than this type of pulse propulsion system, which could be antimatter or some type of antimatter, as Mr. Lazar has been stating. Unsere Quellen sind nicht nur Forscher, die durch Kontakte zu Luft- und Raumfahrtunternehmungen zahlreiche Informationen bekommen haben. Ich habe auch selber mit einer Reihe von Personen gesprochen, die mir bestätigen, dass schwarze Projekte in Groom Lake, Papoose Lake plus anderen Einrichtungen wie den Northrop, McDonnell Douglas und Lockheed Anlagen durchgeführt werden und dort Flugkörper testgeflogen werden, die scheibenförmig sind. Und es ist möglich, sehr gut möglich, dass diese Technologie ihren Ursprung bei außerirdischen Intelligenzen hat, dass ein interplanetarer Technologietransfer stattgefunden hat. Als ich aus dem Militärdienst entlassen wurde, arbeitete ich weiter für die Regierung als Testpilot für verschiedene Flugzeugtypen. Während dieser Zeit wurde ich gefragt, ob ich an einigen Simulatoren arbeiten wollte. Ich dachte, das wäre eine gute Idee, dachte an meine Zukunft. Wir, ich und eine andere Reihe von Ingenieuren wurden auf verschiedene Anlagen hier in den USA versetzt, wo wir an Simulatoren die Flugeigenschaften der neuesten Flugzeuge, die sie gerade entwickelten oder bauten, untersuchten. Flugzeuge wie die F-89, F-94 und die F-102 und einige andere. Ich verbrachte die nächsten 3,5 bis 4 Jahre mit der Ausbildung an Simulatoren, lernte, wie genau ein Simulator für dieses Flugzeug und die neuesten Entwürfe der Konstruktionsingenieure arbeitet. Als sie glaubten, dass wir genug ausgebildet waren, wurden wir zu einem anderen Projekt versetzt, das mit meiner Profession als mechanischer Designingenieur zu tun hatte. Es ging darum, Metall ohne jede Nieten, Schrauben, Ösen oder ähnliche Verbindungsstücke zusammenzufügen. Angeblich wollte man damit Flugzeuge leichter machen. Das ging einige Jahre lang so, meine Befugnisstufe wurde immer weiter überprüft und erhöht. Die übliche Prozedur bei Individuen, die an Hochsicherheitsprojekten arbeiten, bevor ich auf die eigentliche Anlage versetzt wurde. Ich entwickelte eine Methode, die Metalle zusammenzufügen. Es dauerte seine Zeit, vielleicht 4 Jahre. Dann wurde ich zu einem speziellen Projekt in New Mexico versetzt, wo wir nach weiteren 3 oder 4 Jahren den Auftrag erhielten, als Ingenieure an
Simulatoren für fliegende Scheiben zu arbeiten. Dieses spezielle Projekt bestand schon seit einigen Jahren, denn es erwies sich als sehr zeitaufwendig. Wissenschaftliche Daten der Grauen dieser außerirdischen Zivilisation, von der die Scheiben stammten, in unsere wissenschaftliche Terminologie zu übersetzen. Eine ganze Reihe von Wissenschaftlern und Ingenieuren war mit dem beschäftigt, was wir Kopier-Engineering nannten. In diesem Prozess nahmen sie einen Gegenstand oder einen Teil des Schiffes auseinander, beschrieben die Ergebnisse ihrer Auswertung und wie dieses Teil in das restliche Schiff eingefügt war. Sie versuchten, gewisse Dinge wiederzuerkennen, zu identifizieren und von ihrer Wissenschaft auf unsere Wissenschaft zu übertragen und zu fragen, wie können wir das nutzen? Keiner unserer Piloten konnte eine solche Scheibe fliegen, denn die waren so kompliziert und unseren Piloten so fremd, dass es keine Möglichkeit gab, da einfach hineinzusteigen und es zu fliegen. Was wir deshalb taten, war, Stück für Stück zu versuchen, ihre Luftfahrttechnik in unsere Luftfahrttechnik zu übertragen und zu begreifen, wie sie funktioniert. Die Grundprinzipien, mehr oder weniger, was die Avionik betrifft, waren nicht grundlegend von denen konventioneller Flugzeuge verschieden, aber die Steuerung war eine ganz andere als die zum Beispiel eines Kampffliegers. Da gab es diverse Situationen, die wir beherrschen mussten, und vorrangig ging es da um einige Grundregeln, denn die fliegenden Scheiben fliegen nur in drei Hauptrichtungen: schräg in 65 Grad, horizontal und möglichst vertikal, aber es war sehr schwierig, sie vertikal zu fliegen. Die Flugsimulation, die wir entwickelten, bezog sich auf 65 Grad Schrägflug und horizontalen Flug. Haben Sie je eine der Scheiben mit eigenen Augen gesehen? Ich sah eine Scheibe aus geringer Entfernung. Können Sie sie beschreiben? Es ist schwer, die Scheibe zu beschreiben. Wenn Sie das Bob Lazar-Poster gesehen haben, so ähnlich sah sie aus. Diese Anlage, auf der ich gearbeitet habe, ist, was Sicherheit betrifft, wahrscheinlich noch strenger gesichert als Nellis und all die anderen Anlagen. Die Umstände, unter der ich sie sah, das war so ein Szenario von: Schaut, Jungs, so sieht ein Schiff aus. Und wir alle Ingenieure sagten: Okay, so sieht es also aus. Ob ich es je betreten habe? Nein, aber das war eine Scheibe. Okay, that's what the ship looks like. As far as entering the ship, no. But that was a disc. Wie weit war sie entfernt? 3 bis 5 Meter, würde ich sagen. Flog sie oder stand sie am Boden? Sie stand flach am Boden, auf ihrem Bauch. Was empfanden Sie in diesem Augenblick? Was war Ihr Eindruck? Mein Eindruck als Ingenieur war großartig. Haben Sie je einen Außerirdischen gesehen? Uns wurden Graue vorgeführt, die irgendetwas mit dem Projekt zu tun hatten, aber während der ganzen Zeit, die ich dort war, sah ich sie vielleicht ein halbes Dutzend Mal oder mehr, aber gewiss nicht mehr als 10 Mal. Der Grund, weshalb wir sie sahen, war der, dass wir mit ihnen vertraut werden sollten. Das war so, als würden wir nach Afrika gehen und ein paar Pygmäen vorgestellt bekommen, sie uns ansehen und sagen: Nun, okay, sie sind ein wenig anders als wir, aber sie gehören zu uns. Das ist dieselbe Situation, wie wenn man etwas sieht, das ein wenig anders ist, als zum Beispiel in einem Raum zu sitzen und zu reden. Ihre Gesichtszüge, ihr Körperbau und so weiter. The conclusion that I have made from this,
Meine Schlussfolgerung besteht aus mehreren Teilen. Erstens ist die Luftwaffe der Vereinigten Staaten auftragsgemäß an jedem fremden Flugobjekt interessiert, das in den Luftraum der USA eindringt. Es wäre dumm, wenn sie keine ernsthafte Untersuchung dieses Phänomens durchführen würde, hinter dem sich offenbar eine überlegene Technologie verbirgt, um sich ein Bild von der Lage zu verschaffen. Zweitens, über die letzten Jahrzehnte hinweg könnten sie gewichtige Fortschritte in der Untersuchung dieser Technologie gemacht haben, weit genug, um zu Punkt 3 zu kommen, die besten Köpfe aus der Luft- und Raumfahrtindustrie zu rekrutieren, um an hochklassifizierten sogenannten schwarzen Projekten zu arbeiten und herauszufinden, ob wir diese Technologie für uns entwickeln oder duplizieren könnten. Was das Militär will, ist Überlegenheit, ein Vorteil dem Feind gegenüber. Und natürlich würde diese Technologie uns einen gewaltigen Vorteil gegenüber jedem Feind verschaffen, zumindest jedem irdischen Feind. An advantage over the enemy. And of course, this kind of technology would offer us an incredible advantage over almost any enemy, at least that could be found on Earth. Die hochrangige Quelle, die ich erwähnte, sagte ganz klar, dass der Hauptgrund, weshalb wir außerirdische Technologie von den Absturzstellen wie Roswell untersuchten, der war, dass wir herausfinden wollten, wie sie funktioniert, sodass wir einen militärischen Vorsprung bekämen. Vielleicht findet diese Technologie im Black Manta, im Aurora, vielleicht sogar beim Stealth Bomber Verwendung. Was wir in Russland erfuhren, ist, dass sie dort UFOs studieren, um Erkenntnisse daraus in ihr Stealth-Programm und ihr SDI-Programm einfließen zu lassen. Und darum ist es sehr gut möglich, dass wir Ähnliches machen. So was going on there, chances are very good that it was going on here as well. Das Stück UFO Information, das von der besten Quelle kam, stammte aus einem Brief, den einer meiner engsten Freunde an Ben Rich schrieb, den gerade in den Ruhestand getretenen Präsidenten der Lockheed Advanced Development Company, der Firma, die den Stealth, den SR-71, den U-2-Bomber baute. Mein Freund fragte in dem Brief, glauben Sie an UFOs? Er antwortete, ja, Kelly. Kelly Johnson, Gründer der Skunkworks Laboratorien, und ich glaube fest an UFOs. Mein Freund John Andrews war darüber sehr erstaunt und bat in einem weiteren Brief um eine Erklärung. Bitte stellen Sie mir klar, welche Art von UFOs Sie meinen, von menschengebaute oder außerirdische. Rich antwortete, handschriftlich auf seinem Briefpapier, UFOs existieren, die von Menschen gebauten, ebenso wie die außerirdischen. Und wir nennen sie auch unfunded opportunities, unbezahlbare Gelegenheiten, wobei er das U, das F und das O dick unterstrich. Finden also tatsächlich supergeheime Testflüge mit geborgenen UFOs statt? Erforschen Wissenschaftler der US-Regierung außerirdische Technologien? Wir wollten es genau wissen, machten die Probe aufs Exempel. Der Empfehlung von Bob Lazar folgend, fuhren wir gemeinsam mit einem Filmteam des US-Fernsehsenders ABC am 2. Dezember 1992 hinaus in die schwarze Welt, an die schwarze Mailbox an der Groom Lake Zufahrtsstraße. Nach einiger Zeit verlagerten wir, zeitweilig verfolgt von einem Geländewagen der Wackenhut Sicherheitskräfte ohne amtliches Kennzeichen, unseren Standort auf den Campfire Hill, einer Erhöhung am Wegesrand, näher an der Basis. Es war ein Mittwoch und nachdem die Sonne am Horizont versunken war, gegen 18.15 Uhr, tauchten die ersten mysteriösen Flugobjekte auf. I got it on tape. Yeah. Awesome. I don't know. Now it's gone.
filmten wir Leuchtraketen, Luftmanöver oder die Testflüge außerirdischer Raumschiffe. Fest steht, ihr Flugverhalten war mehr als unkonventionell. Davon waren auch unsere Augenzeugen überzeugt. Ich sah dort über dem Horizont ein Licht aufsteigen, einige Grade hoch, das sich zuerst in zwei Lichter, dann in drei Lichter spaltete, die schließlich wie Perlen oder die Glieder einer Kette aufgereiht am Himmel standen. Es schien eine Verbindung zu geben, als eines der Lichter auf die Position des anderen sprang. Es war orange-gelbfarben und es schien ständig umherzuwirbeln. Es flog nicht gerade in eine Richtung. Zuerst sahen wir über dem Bergrücken dort drüben eine Reihe weißer blinkender Lichter, die, als wir durch das Fernglas schauten, mehrere rotierende Lichter eines Objekts gewesen zu sein schienen, das über den Himmel schoss. Das Objekt, das uns am meisten beeindruckte, erschien in der anderen Richtung. Können Sie das bitte auch beschreiben? Ja, es war ein orange-rotes Licht, sehr intensiv, das sich in verschiedene Stücke zu spalten schien, die später wieder zusammenkamen. Das war ziemlich beeindruckend. Wir haben heute Nacht sehr viele interessante Dinge dort draußen gesehen. Eine große UFO-Konferenz endete gestern Abend in Las Vegas. Und danach fuhren natürlich einige der Teilnehmer hinaus in die Wüste, um nach UFOs Ausschau zu halten. Ein Fernsehteam fuhr mit und es dauerte nicht allzu lange, bis ein mysteriöses, unidentifiziertes Flugobjekt erschien. Das geschah nicht allzu überraschend, weil dieser Wüstenstreifen nahe an einem militärischen Testgelände liegt. Doch das war etwas anderes als Flugzeuglichter oder irgendetwas, was diese Menschen je zuvor gesehen hatten. Glauben Sie, es war eine echte UFO-Sichtung? Ich denke ja. UFO heißt nichts anderes als unbekanntes Flugobjekt. Und so etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. War es ein Vogel? War es ein Flugzeug? War es die Aurora, das geheime Flugzeug? Wir wissen es nicht. Und die Luftwaffe schweigt dazu wie immer. Oh, faszinierend. Allen ein schönes Wochenende. Gute Nacht. Vielleicht ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis das Geheimnis der schwarzen Welt gelüftet wird. Die Antwort auf unsere Fragen, die noch immer hinter diesen Bergen verborgen liegt, könnte sich als Revolution für uns alle erweisen.